Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Quiz. Ich habe vergessen, hier eine Überschrift zu machen. Egal. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Quiz. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Wird wild heute. Ich freue mich. Quizshows immer geil. Und endlich mal ist wieder eine soweit. Ich will jetzt ab sofort eine kleinere Quizshows machen, die maximal 2 Stunden gehen und dafür dann öfter welche euch vorzeigen, präsentieren. Das ist, glaube ich, ganz lustig. Kann man ja aber mal gucken. Wir haben heute 4 Kandidaten, ja. Wer das SpongeBob-Quiz kennt, also wer zum Beispiel den Hintergrund kennt, vom letzten Mal, der weiß, kennt die Kandidaten nämlich. Sven ist dabei. Wir haben Paul dabei. Wir haben David dabei. Und Maxstream braucht heute nicht einspringen, den Mirko ist heute am Start. Ja, ungeschlagener Champion. Und ja, wir machen heute das Kategorien-Quiz. Es wird sehr wild, ich freue mich. Und ja, wir gehen direkt zu den Kandidaten. Aber wenigstens gut ausgeleuchtet, ist sauber. Ich bin gut ausgeleuchtet? Nee, wir, durch das Tabellenblatt. Wieso hast du kein schwarzes Tabellenblatt gemacht? Das beschwere ich mir gut. Also Yannick, ich fühl den SpongeBob-Hintergrund. Danke. Hab ich vom letzten Mal noch übernommen. Den lasse ich auch so. Ist einfach, ist nice. Ja. So, jetzt könnt ihr auch die 4 Kandidaten sehen. Links einfach Dave, ja. Alles im Anime-Bereich. Kommt vielleicht mit dran, wer weiß. Dann, letzten Spin-Off-Quiz hat er gewonnen. Der Paul ist natürlich am Start. Hallo! Dann ungeschlagener Champion bisher, Mirko. Fett. Ach, erstmal. Und Sven ist auch da. Ja. Mirko ist umgeschlagen, der hat aber bei SpongeBob verloren. Nee, das war ja Maxstream. Ja, das stimmt, das war ja Maxstream. Ja, Mirko konnte ja nicht. Maxstream. Ja, Maxstream ist eingesprungen, das war nicht so erfolgreich, aber mal gucken. Mirko macht das schon. Genau, ihr habt das Board ja schon gesehen, wenn ihr runterscrollt, seht ihr auch, ja, könnt ihr dann auch im Nachhinein nochmal die Regeln sehen. Zumindest beim OG-Board, das kann ich euch nochmal ins richtige Board gucken. Ja, das Bäckchen über Ding drin, ne? Also das finde ich nicht okay. Ja, wir waren Regeln auf einmal. So, welches Bäckchen? Oben. Bei dir? Ja, also das finde ich nicht cool. So besser? Warte, ich muss noch nie im Spiel. Ja, mach hin. So. Genau, euch habe ich ja die Regeln schon erklärt. Aber ich erkläre sie jetzt nochmal im Stream. Man kann hier schon mal sehen, wir haben 6 Kategorien heute. Im Kategorienquiz. Schon mal wild. Und in jeder Kategorie gibt es 5 Fragen. Die sind von 200 bis 600. Das heißt, so 600er sind schwerer als 200er Fragen. Ja. Allgemein, vielleicht ein bisschen schwerer als sonst. Aber ihr seid ja krass, das kriegt ihr schon hin. Yannick, darf ich dich kurz was fragen? Gleich. Und wir haben auch Joker. Ja? Dazu kommen wir dann gleich. Jeder wird dann, wir fangen gleich mit der Schätzfrage an. Der am nächsten dran ist, darf dann anfangen und dann gehen wir nach unserer Discord-Reihenfolge. Beziehungsweise vielleicht auch nach der Reihenfolge nach den Camps. Das muss ich mal gucken. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Geh doch am besten nach den Camps. Dann ist es einfacher für die zuschauen. Ja, das stimmt. Jo. Das sehe ich gerade. Ja. Also, das stimmt. Machen wir so. Und genau, dann fängt zum Beispiel David gleich an, wenn er am nächsten dran sein sollte. Darf sich eine Kategorie rauspicken. Die anderen dürfen dann nicht antworten in der Zeit. Das heißt, er kann laut überlegen, was wohl sein könnte, wenn ich meine Frage gestellt habe. Wir haben haben ein paar verschiedene Fragen für euch rausgesucht. Und genau. Dann kommen noch die Joker zum Einsatz. Man kann nämlich, wenn man eine Frage nicht weiß, den einfach einem anderen weitergeben. Und wenn der das falsch beantwortet, kriegt man die Punkte trotzdem. Wenn der das richtig beantwortet, kriegt der die Punkte. Also muss man abwägen, wer das wohl nicht wissen könnte. Und der Joker da drunter ist der Up-Snack-Joker. Das heißt, wenn jetzt ein anderer die Frage falsch beantwortet, kann man schnell sagen, ich möchte den Up-Snack-Joker benutzen, die Frage richtig beantworten und dann kriegt man die Punkte stattdessen. Dann kann man sich die Punkte absnacken. Genau, wir haben 6 Kategorien. Absolutes Basiswissen, kennt man aus dem Nerd-Quiz, ja. Gaming, Geschichte, Mythologie, Serien und Filme. Und wir haben Kategorie Schule. Ja, wir haben ja alles junge Hüpfer hier, die sind gerade aus der Schule quasi raus, wissen ja noch alles. Ich bin 26, Alter, wow. 20. Mirko, wie alt bist du nochmal? Ja, klar. Ja, Mirko, mit deinem 27 kommst du nicht weit. Ja, Sven?
Die Joker, können wir die auch mehrfach benutzen, oder? Einmal. Einmal. Ja. Einmal. Können wir uns darauf einigen, dass ich die fünfmal benutzen darf? Du kannst ja mit dem Joker einen Joker wünschen. Werden Punktzahlen noch verdoppelt? Oder bleibt das so? Das bleibt so, ne? Das bleibt so. Okay. Genau. Statt Punkte verdoppeln gibt's hier einfach das Joker-System. Ist das andere, ist ja gut, ja. Ist das andere Gimmick. Ja, sonst wär ja frech. Darf ich dich jetzt auch was fragen? Ja. Hast du ein bisschen zu viel Flash geguckt, oder? Nee, das hatten die Peeps. Echt jetzt? Hallo? Ja. Das war ja wohl eine eigene Erfindung von Yannick. Die Peeps, was ist hier denn los? Und die Peeps haben es aus dem Fernsehen. Weil Vlesk hat das auch von den Peeps und die Peeps haben es immer aus einer Fernsehsendung. Ich wollte gerade sagen, weil dieses Modell, das kenne ich gerade aktuell von Vlesk, der macht da ganz viel. Ist das Modell nicht von Wer weiß sowas oder irgendwie sowas? Ja, das gab's auch davor schon. Das gibt's überall. In den USA gab's sowas schon 20.000. Also ich meine, so dass oben Kategorien stehen und darunter Zahlen, ich meine, das gibt's nicht. Ja. Das gibt's nicht seit ein paar Jahren erst. Ja, aber ich find, das sieht halt sehr ähnlich zu dem aus, was Flessig sich zusammengefasst hat. Nächstes Mal nehme ich dann Gelb. Okay, sehr gut. Dann, obwohl Gelb ist ja, aber Gelb ist Duisburg. Gelb ist doch Duisburg, Leute. Die Gelb ist Duisburg, was? Ja, MSV Duisburg ist doch hauptsächlich Gelb. Weiß-Blau. Hä, aber die haben doch mal Gelb getragen. Zebras weiß-blau. Ja. Was ist denn jetzt los? Das richtige Duisburg. Es gibt bestimmt noch einen Jugendverein, so einen anderen Duisburg jemals Gelb getragen? Es gibt bestimmt auch einen Duisburg-Verein mit Gelb. Was passiert denn hier jetzt? Das ist der richtige Duisburg-Verein. Die hatten mal Gelb. Pass mal auf. Du. Hallo? Wenn meine Mutter das hören würde, ne? Die wird extra. Die wird ja aber so von. Die wird followen und wieder entfollowen, oder? Ich hasse Wahl. So, Schätzfrage. Genau, Schätzfrage. Die dürft ihr mir dann am besten im Discord dann schreiben. Privat dann am besten. Ich meine, ihr könnt auch öffentlich im Quizchat schreiben, um die anderen zu inspirieren. Das ist natürlich euch überlassen. Warte mal, wir machen jetzt erst die Schätzfrage. Genau, und der, wenn am nächsten dran ist, der darf anfangen. Achso. Genau, okay, ihr braucht heute übrigens. Cam, richtig? Genau. Und ihr braucht heute auch kein Buzzer oder sonstiges. Es ist einfach nur, ich sage euch Fragen, ihr dürft die beantworten. Also, jetzt einmal dürft ihr dann. Was schreiben. Ihr müsst aber vielleicht später mal im Discord reinschauen. Das kann natürlich vorkommen. Die Schätzfrage. Die erzähle ich euch gleich. Achso. Ich bin am Suchen. Such mal. Weil die getippt haben. Ja. Das nennt man einen Joke. Ja, ich. Das ist so Humor, das ist so lustig. Ich weiß, wir sind alles Deutsche, aber wir können trotzdem mal lachen. Also, da, ja. 69 hatten wir aber auch schon, Dave. Ist mir egal. Frech. Ist eine gute Zahl. So, Verzeihung, gute Zahl. Ja nicht. Naja, gar kein Problem, das freut. Ich find's lustig. Nee, 187 haben wir vergessen. Soll ich einfach danach, was ihr geschrieben habt, soll ich die Quizfrage jetzt danach einfach für mich raussuchen? Nein. Also ist das schon eure. Soll ich das einfach als eure Antworten nehmen und gucken, wer dann dran ist? Ja, nee, ich mach einfach mal. Okay. Ja, okay, mal schauen. Ja, ich hab jetzt einfach mal spontan einfach umgeändert, weil Paul jetzt gesagt hat, komm, mach mal Fußball mit Disco. Ja, wie oft hat Real Madrid denn die Champions League gewonnen? Schreibt mir das mal. Ist das denn ernst? Ja. Spontan. Alter, seit wann gibt's die Champions League, Alter? Sehr lange. Also, ich kann dir das gerne raussuchen. So nett bin ich. Ja, sag mir zu. Was hat denn jetzt für eine Frage? 1955, David. Alter. Ja, gut. Das ist ja easy. Ich hatte was ganz anderes vor, aber komm, Fußball, das ist halt. Komm, es ist Real Madrid, ne? Ja, Real Madrid. Seit 55. Ich habe jetzt auf 0 zu ändern. 70 Jahre also. Das ist doch bestimmt so eine Trickfrage. Bestimmt. Ist doch safe 0. Ja, nee, ich habe geschrieben. Ich habe auch gerne privat geschrieben. Hast du das jetzt da auf? Hast du offiziell geschrieben? Ich habe so offiziell geschrieben. Deswegen. So, David 15. Ja, haben wir ja da schon. Pilot 6. Mirko hat 3. Und Sven hat 8. 15 ist schon heavy. Also wir haben den genauen Treffer, Leute. Alter, was laber dich? Wir haben den genauen Treffer. Es ist einstellig. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, 15 ist zu viel. Es ist zwischen 5 und 9. Ah, okay. Es ist 8, okay. Es ist die 8. Laber. Sven, Fußballmeister hier. Der gar kein Fußball guckt. Aber halt. Keine so richtig. Das war jetzt nur ein Test, richtig. Genau, es geht nur. Das ist einfach nur ein Joke, einfach wer anfangen darf.
Also gar kein schlechter Einfluss für euch jetzt. Gar kein Stress. Jeder hat noch 0 Punkte. Aber 15 war nicht schlecht, war ein bisschen hochgegriffen. Aber... Ja, ein paar Jahren. Die sind nicht schlechter. Ein paar Jahren? Ey, Leute. Fast das Doppelte geschätzt, war ja nicht seit schlecht. Seit ungefähr 70 Jahren gibt es die Champions League, also ja, bitte. Und ich meine, in den letzten von zwischen 10 und. Viel. In den letzten 12 Jahren haben sie 5-mal gewonnen oder so. Also. Oder 4-5-mal, also. 70 Jahre, wo bunte Haar oder so. Ja, easy. Goodie. Sven, ja? Du hast das Board vor dir. Du darfst als erstes jetzt anfangen. Und danach ist Dave, dann Paul und dann Mirko. Ja. Das ist die Reihenfolge für heute. Bin mal gespannt, ob wir in Runde 1 wo wir direkt einen Joker haben. Komm Sven, direkt ein 600er. Let's go. Keiner kann dir was wegnehmen, du bist der Einzige, der das beantworten muss. Und kann. Ich kann ihm was wegnehmen, wenn ich das will. Also keiner kann mir was wegnehmen. Genau, das ist eine Frage, die du, nur du kriegst. Nimm dir alles weg. Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel Schule 600 machen würde und ich das verkacken würde, dann wäre die auch komplett gestrichen, ne? Genau, es sei denn, einer nimmt noch den Upsnack-Joker, dann, und weil er das safe weiß, dann easy. Dann kann er die Punkte noch holen, ne? Also klar, aber sonst, solange du dran bist, kann dir keiner was stehen. Ja komm, dann nehme ich Schule 300. Schule 300. Boah. Schule 300. Geil, Sven. Bist du bereit? Nein. Mathe, Sven. Oh nee! Ja! Geil. Aber 300, das ist ja gar kein Problem für dich. Bereit? Nein. Der Taschenrechner soll das natürlich nicht nutzen. Natürlich. Aber ich darf mir hier Stift nehmen, oder? Nee, dein Kopf darfst du nehmen. Nee. Alles aus eurem Gedächtnis, Leute. Oder eurem Wissen. Eure Logik. Das, was euer Kopf kann. Hau raus, Mathe ist mein Ding. Ja, aber Sven ist ja drin. Mal gucken, ja, aber mal gucken, ob ich es mir absnacken werde. Na? Sven. Hm? Herr Schwenzel. Sie dürfen jetzt folgende Frage beantworten. Wenn 20 Stück 80% sind, dann sind 15 Stück wie viel Prozent? Warte, 20 sind 80. Genau. Und 15 sind wie viel? Ja, warte. 5? Oh. Wie das ist die Zahl? Was? Nice. Alter. Gute Startfrage, ey. Wie alle sind jetzt alle komisch. Kannst du es trotzdem nochmal wiederholen? Ja. Ja, bitte. Ich muss eben. Ja, ja, klar. So, Sven, nochmal für dich. Wenn 20 Stück 80% sind, dann sind 15 Stück wie viel Prozent? Dreisatz, ich könnte kotzen. Ich mag Dreisatz. 20 Stück sind 80% und wie viel dann 15 Stück sind? Ja. Ja, das ist einfach. Ja. Ach, ich hab's. Mein Gott, hat das gedauert. Ja. Ich kann's gerade im Kopf nicht rechnen, ich bin kotzen. Ich auch nicht, ich hab gerade irgendwie voll so ein. Nee, ihr habt sowas immer nur schriftlich gerechnet. Aber das ist keine Ahnung, ich bin mir jetzt unsicher. Schreib's jetzt Janik einfach privat. Weil ich cool bin. Ich schreib's Janik auch privat. Ich will aber. Ich will nicht absnacken. Ich auch nicht. Ich hab Angst, das ist falsch. Ja, aber man muss auch überlegen. Das ist eine 300er Frage. Lohnt sich das für 300? Hm? Ja, eben. 50, das also, du wirst das rechnen, was 50 einfach machen. Was denn, ne? Na gut, ich hab zwei richtige Antworten schon mal gesehen im Discord. Ja! Ja geil! Jetzt fühl ich mich gut. So, Sven. Aber so langsam, Svenny! Ne? Ja, warte. Die Gymnastik. Du bist ja wissen, wie viel Bier kostet, deswegen. Ja, eben, genau. Das kurz meiner Freundin stelle ich mir durch. Einfach die Gymnasten. So ein Ding. Keine Ahnung. Ich komme da echt nicht drauf, ich hab einen Blackout. Also langsam würde ich die Zahl auch mal runter, die Zeit 10, mal 9. Ja, komm, mach weiter. Nee, irgendwann musst du sagen, komm. Also 50 Stück, ne? 20 Stück. Ja. Bei 80 sind 80%. Genau. Wie viel sind und wie viel sind dann 15 Stück? 15 Stück. Ja. Ne, 15. 20, okay. Von 20 auf 15. Ja. Nee, das passt ja nicht. 5. Du musst auf die Prozentzahl kommen, ne? 3. Ja, eben, ich bin gerade auch. 2. 1. Ich hasse Mathe, ne? Irgendeine Prozentzahl will ich jetzt hören.
Dann sag ich jetzt einfach 60. Ja, ist doch nicht so schwer. Lava! Was brauchst du so lange? Ich hab jetzt nur geraten. Ja, recht doch. Mathe ist doch nur raten. Nice. Nice, Sven. Alter, ich fühle mich jetzt gerade wie auf der Arbeit. Da rate ich auch. So. Dann können wir auch gucken. Hier. Ja, von Sven beantwortet. Kein Busfahrer. Nice. Erste Frage erfolgreich geschafft, Sven. Jetzt kannst du dich ausruhen, jetzt bist du erstmal ja nicht mehr dran. Dave. Jetzt hat man schon mal Druck. Du bist dran. Du hast alles bis auf eine. Du hast Schule 300, hast nicht mehr, aber sonst steht dir die Welt des Kategorienquizzes. Gaming 400. Offen. Gaming 400. Dann mach mal dein Discord auf. Im Gaming-Bereich schicke ich dir gleich ein Bild. Okay. Das zeige ich dann natürlich auch gleich im Chat. Und dazu stelle ich dir dann eine Frage. Okay, hau mal raus. So, was haben wir? Wo ist Klaus? Alter, wo ist Walter? Let's go. Genau, nicht Klaus. Alter, ist... So, willst du erst das Bild sehen oder erst die Frage? Ich hätte erst gern die Frage, dann würde ich gern das Bild sehen. Okay. Gaming 400. Du siehst gleich ein Bild mit einem Typen, mit so einem weißen Typen mit roter Bemalung. Ja. Den kennt man vielleicht. Da gibt es mehrere Teile von. Ja. Und auf dem Bild ist noch jemand zu sehen. Ich möchte gerne wissen, wer da noch zu sehen ist. Du musst mir da den Namen nennen. Hau mal raus. Okay, schick das in Quiz-Chat rein. Okay. Warte. Du bist drinne. Das glaube ich bis. Scheiße! Genau, ich zeig das jetzt auch nochmal im Stream. Der linke ist klar, aber ich hätte gern den rechten. Linke ist gerade was. Genau. Aber wer ist? Rechte. Alter, du fixst mich, ne? Ja, gerne. Mach ich auch Alter, das. Dafür mache ich Quizshows. Das ist God of War. Ach Gott, welcher Teil ist das? Den Tipp könnte ich dir auch gerne geben, das ist nicht die Frage. Ist das einfach der Fährmann? Der hat einen Namen. Der hat nicht, also nicht, den, nicht so ein Berufding, der hat einen bestimmten Namen. Der Unterschied gerade zwischen 300 zur Schule hier zu Game 400 ist deswegen. Ich hab Angst vor den die ganzen 300 Fragen, da hab ich jetzt Angst vor. Das Problem ist, ich könnte die gar nicht beantworten, weil ich. Keine Ahnung. Ich hab das mal kurz gespielt bei einem Kollegen und nicht selber gespielt. Ey, von God of War gibt's einfach 10 Teile, by the way. Ich kenne ja. Nicht, ob God of War ist, was war, ist das beliebteste God of War 3, weiß ich jetzt nicht. Nein, God of War, das letzte, was rauskam, war das beliebteste bisher. Der Neustart quasi. Also die, beziehungsweise die Weiterlegung, die quasi einen Neustart im Namen hat. Genau. Keine Wenn man das so nennen möchte. Das ist Junge. 20 Jahre her, Mann, als ich das gespielt habe. Ja. Hab ja gesagt, das Niveau ist heute ein bisschen höher. Ja, wie heißt der, ne? Wie heißt der scheiß Fährmann, Auro? Oh. Wie heißt die Mutter von? Becky Lau! Mama Lauda! Du kannst das Bild, glaube ich, im Chat mal im Stream wieder wegmachen. Naja, ich kann's auch. Ich mach's mal kleiner. Ja, genau, deine Verzweiflung ist auch schön. So. So ist auch schön. Vor allem, es muss ein griechischer Name sein. Das ist das Schlimme. Mir. Keine Ahnung. Nee, das ist auch kein griechischer Name. Ich heiße mich schon mal für Jakob. Nee, so ein einfacher Name. Jakob! Keine Ahnung. Ist es deine Antwort? Ja, ist es. Komm, es ist der Jakob. Okay. Das ist nicht richtig. Wenn man auf seinen Rücken achtet, dann könnte man meinen, es sind Flügel. Okay. Nein, das ist jetzt nicht Hermes! Nee, das ist Ikarus. Ach, halt dein Ikarus? Ja. Ich dachte aber auch an den Fährmann. Sag dir bitte, ich dachte, er ist Flügelboot, keine Ahnung. Was ist er jetzt von beidem? Das sah aus wie ein Boot für mich. Ja, ich bin bei dir, Dave. Aus God of War 2 ist es Ikarus. So. Okay. Das ist Ikarus. Ich bin auch nicht drauf gekommen. Alter, mies. So. Das hier. Vorher noch raus. So. Dann ist der Pall jetzt dran. Ja.
Alle haben Respekt jetzt, ich merke schon. Ich habe jetzt einfach mal einen Plan. Ich nehme mal Mythologie 600. Let's go. Ich glaube, ich war schon im Plan. Alles klar. Ich habe eine Frage an dich, Paul. Ja. Sehr schön. Vielleicht weißt du es ja sogar. Na, ja, mal komm. Weiß ich das. Ja, Mythologie 600. Welcher Gott, beziehungsweise welche Göttin, verwandelte Medusa in ein schlangenähnliches Wesen? Normalerweise kennt man ja die Frage, wer hat sie ihr den Kopf abgehauen, aber das ist viel zu leicht. Wer hat sie denn verwandelt? Darum geht's ja erstmal. Muss, wenn ich den an die Frage an jemanden abgeben möchte, muss ich das sagen, bevor ich antworte, oder darf ich erst antworten und gucken, ob es richtig ist? Nee, du musst vorher. Ich muss vorher antworten? Nee, du musst den Joker einsetzen. Wenn du den Joker einsetzt, dann musst du abgeben. Wenn du falsch beantwortest, ist vorbei. Oh, das ist jetzt schwierig. Wenn das ein anderer. Kann ich erraten und das könnte richtig sein. Ja, wenn es aber falsch ist und ein anderer das vielleicht weiß, dann. Ich habe zwei Göttinnen im Kopf. Ja, das ist auch zwei. Ja, das ja die anderen können abslägen. Er könnte eine richtig von seinem, wenn ich erst raten könnte und dann den Joker nutzen könnte. Nee, das ist ja leicht. Das ist ja zu leicht. Du musst ja weise alles einsetzen. Oh, das ist jetzt mies. Ich kann dir die Frage gerne nochmal vorlesen, wenn dir das hilft. Nee, das hilft mir nicht. Okay. Ich kann jetzt auch richtig zum Deppen machen, indem ich jetzt auf einmal eine römische Göttin sage. Wir hatten sehr viele gleiche Göttinnen, by the way. Ja, die halt alle einen anderen Namen haben. Hm. Naja, bei denen heißt es beispielsweise Uranus. Ja, wer hat Medusa verwandelt? Könnte es bloß gewesen sein. Sag jetzt Aphrodite. Und das ist falsch. Das war schade. Ich möchte einen Joker. Ja? Ich wollte es. Okay, Sven? Hier Athene. Svenny, der Meister der Mythologie. Die Göttin der Weisheit Athene. Komm auf den Namen. Ich war die ganze Zeit bei Helene. 900 Punkte bei Sven. Krass. Ich kann es so, glaube ich, ganz genau erklären, warum. Und zwar, Athena hat auf den Boy von Medusa gestanden und wollte die Medusa ausdingsen und hat die dann verwandelt, weil die sich gedacht hat, so, du siehst mega hübsch aus, jetzt will ich den aber, fick dich, deine Mutter. Genau. Medusa war halt sehr schön und Athene fand das halt scheiße, das war halt eifersüchtig und hat deswegen gesagt, jetzt bist du hässlich. Ja, war da nicht noch irgendwas mit Poseidon oder irgendwie was? Nee. Hast du Phil Percy Jackson geguckt? Da kommt übrigens jetzt. Da kommt jetzt eine Serie von nächstes Jahr, wusste ich auch nicht. Klar, ja. Medusa hat ja irgendwann einen Film weitermachen. Nee, das passiert nicht mehr, Mirko. Das passiert nicht mehr, kannst du vergessen. Neustart, Serie. Oh, not bad, da haben wir schon drei Fragen. Aber es gab noch einen Film, wo Medusa vorkommt, ich weiß aber nicht mehr. Herkules. Zorn der Götter oder Kampf der Götter, Zorn der Titanen. Kampf der Titanen, genau die Reihe. Kampf der Titanen, Zorn der Titanen. Und Zorn war der zweite, glaube ich, ne? Oder was anderes? Ja, genau. Der zweite Kampf war scheiße, Titan, der erste Zorn war noch okay. Und dann der dritte Teil, den keiner kennt oder so. Gab einen dritten Teil? Wild. Das war ein Ja, dein Glück. Jetzt ist denn Mirko dran. Sven, ich wollte das auch absnacken. Dann schreibe ich schon mal da auch Svens Namen hin. Boah, sehen wir hier nur Svens Namen. Lass ich mir jetzt den Joker irgendwie streichen, oder? Gut, dass du es sagst. Da hast du den. Nee. Sven kann nicht mehr absnacken, das ist gut. Genau, Sven kann nicht mehr absnacken. Aber ich hab das maximal rausgeholt. Ja, eben. True. Sehr im Film hab ich Angst, weil das könnte so gut, aber. Sven war schneller am Reden als ich. Ich mach mal. Serien und Filme 300. Serien und Filme für 300. Alles klar. Da. Alles klar. Bist du bereit? Natürlich. Alles klar. Es geht um eine Serie. Ja. In welcher Serie treibt Christoph Maria Herbst als nörgelnder Abteilungsleiter sein Unwesen? Stromberg. Yes. 300. Geil. So einfach geht es. Eine andere Frage ist, what the fuck? Alter. Ja, ich weiß nicht, was ihr alle macht.
Ist doch voll der leichte. Ist doch voll leicht. Da musste ich wieder an Stromberg denken. Christian Maria Herbst, einer der besten. Für mich. Das hätte ich auch gewusst. Ja, hättest du mal genommen. Ja, na, bester Mann. Jetzt mach er. So, Sven, du bist wieder dran. Och nö. Och nö, mit 900 Punkten, schade. Ja. Noch belasten. Absolutes Basiswissen 200. Absolutes Basiswissen für 200. Jetzt kommen die kleinen Brötchen mal. Bereit, Sven? Nein, aber ja. Okay. Nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Oh mein Gott. Das wäre jetzt witzig, wenn das die Frage wäre. aber Sven hat ja nicht Serien genommen. So, Sven. Ja. Es geht um ein Tier. Ne? Du magst ja Tiere. Wie heißt das Hybrid-Tier, das aus einem weiblichen Tiger und einem männlichen Löwen hervorgeht? Weißt du, was? Boah, scheiße, das wusste ich mal. Aber das ist doch keine 200er Frage. Doch. Halt dein Maul. Boah, hättest du das nicht mit Pferd und Esel machen können? Oh. Jetzt ist gewusst. Tiger-Löwe. Also, da ist das, kommt es darauf an, war das nicht irgendwie so, wenn Tiger Weibchen ist und Löwe Männchen, dann hat das Kind auch noch eine andere Bezeichnung, als wenn die Geschlechter nochmal getauscht sind, oder nicht? War das nicht auch irgendwie so? Ja, genau. Welches davon ist es denn? Ja. Ich hab keine Ahnung, da bin ich raus. Genau, ich hab beide Antworten, also ich kann nachher auch sagen, wie es heißt im anderen, wenn es andersrum ist. Okay, also würde beides zählen, weil ich jetzt eins von den beiden. Nee, ich will schon die richtige Reihenfolge, aber ich kann, als Funfact kann ich dir auch das andere nennen. Alter, auf eins kommt man easy, auf das andere ist ein bisschen weiter weg. Okay, wer ist denn jetzt Papa oder wer ist Mama? Ich stell die Frage gerne nochmal. Ja. Das Hybrid-Tier, was wir jetzt suchen, ne? Ja. Weiblicher Tiger, männlicher Löwe. Ich nehme keinen Joker, ich google das jetzt. Okay. Gut zu wissen. Männlicher Tiger, weiblicher Löwe. Weiblicher Tiger, männlicher Löwe. Ach, weiblicher Tiger, okay. Sorry. Yes. Jetzt bei mir eine 50-50 Chance, da steht das. Ich finde nicht lustig. Alter, das ist eine Katze. Das ist eine 200er-Frage, Sven. Ist gar nicht so schwer. Du zerdenkst nichts, brauchst nicht zu denken. Also, was sagt dein Bauchgefühl? 200er-Fragen sind... Irgendwas mit L. Ich hab irgendwas mit L im Kopf. Halt dein Maul. Sorry. Aber ich muss reden, ich bin Quiz-Showmaster heute. Paul, kannst du... Also. Ja. Nächstes Mal mach Paul. Alter. Dann gebe ich, Paul die Fragen und dann bin ich selber Kandidat. So, ich sag jetzt einfach mal Liga, komm. Ja, ist richtig. Was willst du denn? Ist auch. Ja, was willst du denn? Ich sag ja, ist nicht so schwer. Liga oder Töwe? Nee, Töwe ist... Der ist dumm. Töwe nicht der andere? Andersrum ist Tigon, also Tigon. Tigon, genau. Hat? Ja. Ich bin noch als Töwe. Alter. Hatte ich auch gedacht, aber ich habe heute ja die Frage rausgesucht, weil wir einen Kandidaten heute mehr hatten. Deswegen kam die Frage frisch rein. Alter. Ist das stumpf. Ja? Ja, aber aber Töwe ist auch richtig. Töwe bzw. Tigon. Ah, okay. Ah ja. Na gut, so wissen. Hättest du. Und hier wieder betrogen worden, wäre es andersrum. Ah ja. Weißt du, Biologen sind da. Da hättest du mich ja aufgeklärt, Paul. Das wäre ja okay. Das merke ich wieder. Ja, mach das ruhig. Schiebung. Wie sage ich so mein League of Legends? Stumpfes Trumpf. Ja, 200er Fragen sind nicht so schwer. Müsst da nicht so kompliziert denken. Aber Dave kann es dir jetzt vormachen, wie das richtig geht. Vielleicht. Ist denn so stark heute? Ja, das ist. Der ist OP. Ich mach gar nichts vor. Ich nehme Mythologie 300. Mythologie 300. Ein Spruchfehler noch mal im Namen stehen. True, Sven? Jetzt brenn halt dein Maul. True, Sven? Was ist denn das, Sven? Aber wieso halt dein Maul? Stimmt, da muss noch mehr kommen. Gut, dass du es sagst. Ach so, das genau. Da oben. Ups, Entschuldigung. So. Ich dachte, er wollte bei Mythologie 300 im Namen stehen. Nee. Mythologie 300. David. Ja, komm. Das ist jetzt ein bisschen längerer Text. Oh, deswegen musst du gut zuhören. Wir sind jetzt in Ägypten. Okay. Ja, weg von den Griechen. Die ägyptische Mythologie gibt es ja auch noch. Mhm. Bereit? Ja. Der Gott Osiris
wurde von seinem Bruder Seth ermordet und in 14 Teile zerstückelt und über das ganze Land zerstreut. Ja. Und ihre Schwester und Ehefrau konnte 13 Teile wiederfinden. Aber welches Teil fehlt? Mich verarscht. Wie heißt der Busfahrer? Das sind doch keine 300er Fragen. Doch. Vor allem ein David kann da gut drauf kommen. Ja, vor allem ich kann gut drauf kommen, weil ich mich Assassin's Creed Origins gespielt habe und dort wird genau das erzählt. Also ich hab's auch gespielt, aber irgendwie sagt das jetzt gar nichts. Ja, 14. Bei einem der Steinrätsel wird's erzählt. 14 Teile, eins fehlt. Welches? Ich hab das nie gehört, was die da gesagt haben. Ich hab das einfach so abgeschlossen. Auch hier 300er Frage. Das ist nicht so schwer. Das kann man drauf kommen. Es gibt da zwei Antworten, zwei Sachen, die. Der Kopf! Ist das die Antwort? Das ist die Antwort. Das ist falsch. Ich habe ja gerade die richtige Antwort geschrieben. Warte mal, wir dürfen ja. Ne, das können wir noch absnacken. Ich will nicht absnacken. Ich will nicht absnacken. Ich will auch wissen, warte mal, ich schreibe ja nicht auf. Ich will wissen, ob man keine einfach Ahnung. Das hätte. Sagen Flügel, seine also Mutter, sein Penis. Nein, Mick. Ja, genau, Penis. 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 Entweder der Kopf oder der Penis. Also, das war die zwei Möglichkeiten. Das ist der Penis. Das ist der Penis. Ja, klar. Das ist der Penis. Der wurde nämlich nicht wiedergefunden, weil er von hungrigen Fischen im Nil verspeist worden ist. Alter, die ägyptischen Aber um ihren Mann und Bruder die letzte Ehre zu erweisen, bastelte sie einen Penis aus Holz und fleckte alle Leichenteile wieder zusammen. Also, nett, ne? Egal, das war Mythologie 300. Also. Ja. Deswegen, das konnte man gut einschränken. Sowas wie linker Fuß hätten oder sonst, oder linker Zehennagel, das wäre ja 600er gewesen. 300 ist so, entweder das oder das. Also ich möchte nur eins sagen, ne? Mythologie 600 war leichter als 300, dankeschön. Nö, ja, das kommt mal einstellen. Fand ich nicht. Ja. Finde ich schon. Ich kann nicht auf Athen. Das war halt ja. Finde ich sogar fast gleich. So, Mirkos dran. War beides extrem schwer. Nee, Paul ist dran, Quatsch. Ja, ich wollte gerade sagen, so. Gaming für 300 bitte. Gaming für 300. Nehmen wir durch. Dann lass auch du gleich wieder ein Bild erhalten. Okay. Bilder, oder? Das sag ich dir nicht. Findest du raus, Sven. Ja, auch du kriegst ein Bild und dazu habe ich eine Frage. Ja. Wie willst du das denn? Erstmal eine Frage willst du haben. Okay. Nee, schick mir erstmal das Bild, bitte. Erstmal das Bild. Okay. Erst das Bild, das kann ich gerne machen. Ich möchte nur wissen, was das für eine Frage ist. Ist das eine schwierige Frage? Das ist nur 300er. Einfach. Okay. Das ist das Bild. Hab ich dem ist im Quiz. Ja, das ist schon wieder schlecht. Das ist schon mal. Das ist dritte Generation. Das weiß ich. B, das war jetzt die Frage. So, ich zeig's auch mal im Chat. Den Zuschauern. Genau, Palp ist bereit für die Frage. Ja. Aus welchem Pokémon-Teil stammt diese Karte? Aus der dritten Generation. Ja, nice, Palp. Das ist. Gut, dass du. Ist ja auch leicht, ne? Weiß man ja. Ja, das weiß man halt. Beste Generation. Als ob das jetzt eine Generation war. Ja, na, das Mann, ich dachte, du holst jetzt richtig hart rein. Ja, nice, danke dir. Mann, ich halte jetzt dein Maul, als ob das die Frage ist. Natürlich, 300, ich bitte dich. Hättest du nicht wenigstens sagen können, du aus dich ein Spiel oder so? Also, Kuss, Dave. Ja, also wirklich. Nee, Dritte Gen ist es. Ja. Ist es ja. Das war dritte Generation. Voll. Also müssen wir jetzt das auch reicht. Gar nicht diskutieren. Das reicht mir. Was war das? Das hab ich. Das war Mew. Ja doch. Da hab ich jetzt auch die Punkte einfach verdient, weil ich das wusste. Das ja, Alex. Genau. Ich müsste tatsächlich ein Veto einlegen. Nö. Doch, okay. Dritte Generation war nämlich auch Remake von Blattgrün und Feuerrot. Ja und?
Somit ist nee, dritte Legende, Rubin, Smaragd. Nein, kannst du auf dem offiziellen Wikipedia nachschauen. Der Quizmaster hat recht. Der Quizmaster hat entschieden. Paul kriegt die Punkte. Ja. Ich fänd's und ja. Na, okay. Dann ist es immer schön, wenn du die Antwort gibst. Ja. Das ist ja nicht mal wirklich eine Antwort. Natürlich ist das die Antwort. Nee, guck, Google ist doch wann bitte die Remakes, die ersten Remakes. Die Remakes sind scheißegal. Genau. Jonathan, ja, aber die gehört auch recht, zur dritten Generation. Gesprochen. Die dritte Gen ist Smaragd. Ja. Und Co. So, Mirko's dran. Mirko's dran. Was wollte ich fragen? Jetzt hab ich schon vergessen. Kann nicht. Achso, hätte die Antwort Smaragd oder hier vor. Hätte auch gegolten. Rubin oder Dings? Wäre auch richtig, ja. Ja. Also jetzt mal wieder die. Smaragd hätte ich je gesagt. No. So, ich nehme absolutes Basiswissen. Absolutes Basiswissen für 300? Ja, das ist schwer. Alles klar. Was hey, hab ich gestern gegessen? Deine Mutter so ihre Füße. Was Asiatisches. Was hab ich gestern gegessen? Weiß ich selber nicht mehr. Siehst du, wäre eine 600er Frage, weiß ich selbst nicht mehr. So, Mirko. Ready? Ja. Okay. Das ist ja das Praktische, du hast ja schon ein bisschen Informatikerfahrung jetzt. Ich hasse Paul. Woher hat der Fehlercode Error 404 seinen namentlichen Ursprung? Schön. Ich hab mich zugehört. Was war die Frage? Herr Mikord jetzt. Ich wiederhole nochmal. Entschuldigung. Ja, genau, darum geht's. Woher hat der Fehlercode Error 404 seinen namentlichen Ursprung? Also, woher kommt Error 404? Warum die 404? 300. Ist easy. Das Error nicht, es geht nur um die 404, es, oder? Warum 404? Genau. Ach so. Ach, scheiße. Wahrscheinlich wegen Computersprache oder sowas. Das ist doch oberer Bereich, Mann. Du kannst das stumpf denken. Mann, das ist... Ich sag jetzt bestimmt irgendwas voll kompliziertes, aber wahrscheinlich. Janik, kann ich das privat schreiben, was mit Vermutung ist? Klar, könnt ihr alle privat schreiben. Warte, na ja. Computersprache, weil es genau das aussagt, was Error heißt. 404 halt. Es geht mir nicht ums Error, es geht um die 404. Ja, mein ich doch. 404 sagt Error aus. Das ist ein Fehler. Ich weiß nicht, ob das, was ich dir geschrieben habe, jetzt als Antwort reichen würde. Nee. Okay. Stumm. Das ist deine Antwort, Mirko. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Okay, dann steck ich ab. Nee, ich hab die Frage, ich hab die Antwort nicht gehört. Ach so, doch, hat er doch gerade gesagt. Ja, ich hab sie nicht gehört. Ach so. Ja? Ich hab gesagt, das ist die 404, ist die Computersprache halt. Das heißt dann übersetzt Error oder so, 404. Was meinst du? So liest der Computer da, ist keine Ahnung. Okay, nee, das ist falsch. Steck ich ab. Ja, da. Es ist der Raum, in dem das entwickelt worden ist. Genau, es gibt einen Raum, da gab's das. Das ist richtig stumpf, ist genauso wie 313 bei Disney. Ah, ja, stimmt, das kenne ich bei Disney. Ja, und 404, da wurde das Ganze entwickelt. Genau, ursprünglich sagt man, der Name sei in der Anfangszeit des Internets entstanden. Der Server, der den Fehler 404 durch fehlende Dateien hervorgerufen hat, stand damals im Raum 404. Jupp. Solange die GZ bezahlt. Ja, die 300 nehme ich mir. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt eine 600er absnacken hätte können. Wer weiß, ob man die hätte übrigens, ob man die überhaupt gewusst hat. So, waren ja safe Punkte. Na, wer weiß. So, es war... Paul hin? Ich glaube, wir müssen kurz auf Paul warten. Nee, ich bin da. Ich hab mir nur was zu trinken geholt. Ah, okay. Sehr gut. Naja, deswegen hat er... Okay, dann ist aktuell der... haben wir einen Erstplatzierten und drei Zweitplatzierte aktuell. Und der Erstplatzierte ist wieder dran. Sven. Ja. Wäre natürlich auch richtig, wie du geschrieben hast. Sven, was ist das? Geschichte 200. Boah. Alle haben auf Geschichte 300 gefiebert, damit eine Reihe durch ist. Sven denkt sich so, nicht mit mir.
Ich werde schon gucken, was mich erwartet. 200 Sven ist doch Philippan. Bereit? Ja. Ich habe eine Frage an dich, Sven. Ja, dachte ich. Sehr gut. Welcher römische Staatsmann verwandelte Rom in ein Imperium? Julius Caesar. Ja. Easy peasy. Ist Rom. Hallo, hieß ja nicht. Ja, das war jetzt eine Frage. Gaius Julius Caesar. Ja. Ich muss damals, wie heißt es hier nochmal, Facharbeit schreiben. Ich hab eine 3. Sie sagte noch, Mirko, du hast das gut gemacht, aber trotzdem hast du 3 minus minus. 3 minus 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 mit zwei Augen zu kneifen. Bei gut gemacht. Und nicht nur Wikipedia, so ein Scheiß. Voll gutes gut ist eine 2. Der Trick ist, du musst von Wikipedia die Quellen immer nur nehmen. Nicht Wikipedia selber, sondern gehst du da auf die Quellen. Aber wir durften das in der Schule nicht so benutzen. So einfach in Sachen, das ist ziemlich eingeschränkt. Mhm. Weil du kannst halt irgendwie über bestimmte Seiten suchen, woher du die Sätze hast. Sonst bin ich da, ne? Jetzt ist Dave wieder dran, ja. Komm, dann nehmen wir Geschichte 300. Naja, David hat noch den Upsnack-Joker, den müssen wir noch wegnehmen. Dafür das da. Geschichte 300? Na, machen wir das. Alter, weh, jetzt kommt jetzt wieder irgend so ein Scheiß, ey. Ich geh kotzen. Ist wieder ein längerer Text. Oh. War ein Witz. Alles gut. Ich lasse da zwei verschiedene Sachen gelten. Weil man sie auf zwei verschiedene Arten interpretieren kann. Aber es ist ja auch eine 300er Frage. Ja. Kommt sogar schon entgegen. Wann wurde der Euro ins Leben gerufen? Ich hätte gerne ein Jahr. 2000. Also offizieller Eintritt war 2000. 1999 wurde der aber beschlossen, wenn ich mich nicht ganz irre. War offiziell 2000. Was davon nimmst du jetzt? 2000. 2099 wurde beschlossen, 2000 wurden die ersten geprägt. Hallo, Aun. Ist nicht ganz irre. Na, 2000 kann ich nicht zählen lassen. Ah, Mann, es lohnt sich nicht abzusehen, das ist scheiße. Ich schreib dir mal trotzdem. Ich hab ja nicht ausgeschrieben. Ja. Also, 1999 war halt, wurde ins Leben gerufen. Und da war das in den ersten 3 Jahren war das eine unsichtbare Währung. Und dann 2002 wurde es dann richtig eingeführt. Ja. Ey, die ersten Münzen sind sogar 2000 geprägt worden. 2002. Steht auch der Euro. Kann ich mich noch erinnern, da ist, glaube ich, die U-Bahn in Duisburg geöffnet worden. Auch, glaube ich, ein Jahr später, ein Jahr früher. Oder? Katze geschnallt, ne? Ja. Dann machst du nichts. Pi. Du hast die Ehre. Serien und Filme für 400, bitte. Ja, schon mehr. 2022. Oh, 400 bei Serien. Kannst du gerne bekommen. Ist leider kein Strom mehr. Ja, okay. Das ist aber man hat schon nicht geguckt. Okay. Jetzt bin ich sogar noch großzügiger, Paul. Ich bin jetzt gerade richtig gut drauf. Pass auf. Geht um eine Serie. Eine von 4 möglichen Antworten kannst du mir geben. Ja. Welche Serie ist die bestbewerteste Serie aller Zeiten laut IMDb? Da gibt's 4 aktuell auf Platz 1. Und ich fand Filme schwerer, deswegen habe ich Serien genommen. Dürfte ich noch kurz darauf hinweisen zu meiner Frage, das Break ja eine Münze kann bis 1999 zurückgehen. Nur damit. Alter Schwede, Dave. Nee, nur damit ich Svens Antwort ein bisschen negieren kann. 1999 fing es an und 2002 war das andere Datum. Ja. Genau, also 2002 wurde es offiziell eingeführt. Das ist genau. Richtig, aber geprägt wurde schon 1999. Mhm. Genau. Du musst das halt mal anfangen, so wäre Geld ja nicht da. So, Paul. Ich sag die Sopranos. Ist das deine Antwort? Ja.
wäre auf Platz 2 gewesen. Als ob. Hatte 9,3 Bewertungen. Wir suchen natürlich nur die guten mit 9,4 Bewertungen. The Wire. Auch auf Platz 2. Als ob. Casablanca? Kann ich dir nicht sagen. Okay. War das nicht ein Film? Weiß ich nicht mehr. Casablanca ist ein Film. Ja. Vom Winde verweht, glaube ich, das auch ein Film. Auch ein Film, ja. Frage stellen. Bestbewerteste Serie aller Zeiten laut IMDb. Da gibt's 4 Stück auf Platz 1. Earth? Ja. Zum Beispiel. Fuck! Zum Beispiel. Also auf Platz 1 ist Eine Erde. Passt auch. Planet Erde, also Planet Earth. Breaking Bad. Ja. Oder Band of Brothers. Ja. Mann. Breaking Bad wollte ich gerade sagen. Ja. Und Platz 2 lässt du nicht zählen, 2 Stück, die ich sogar genannt habe. So eine Kacke. Das sind 9,3. Ich suche ja die 9,4er, die guten. Alter, alles da drunter. Ich fühl dich. Ja, fühl ja, es ist immer alles in der Platz 1 ist Schmutz. Mann, das tut jetzt weh. Kann ich verstehen. Hätte man wissen können. Hm. Ja. Mikko. Wo steht denn hier Englisch? Wer weiß? Wir sind Vorpal. Ja, nur falsche Antwort. Ja. Ich habe eine richtige. Also, ja, bald. Ich habe auch eine richtige. So. Mirko wurde übersprochen. Mirko, bitte nochmal. Schule 400. Schule 400? Nehme ich mal zurück. Mirko. Wie gut kennst du dich mit dem Periodensystem aus? Ja, gut. Dann kommt drauf an, was du jetzt dazu fragst. Welches Element steht an zweiter Stelle im Periodensystem? Ich muss kurz warten, ich höre gerade nichts. Jetzt nochmal bitte. Helium. Okay. Ja, ist richtig. Das ist doch keine 400-Euro-Frage. 400-Euro gebe ich dir auch wieder nicht. Welche Elektronegativität Fluor hat oder wie die Schalen. Ja, also wenn man, ja klar. Also wenn genau. Aber ich hab Chemie-LK, ich hab Chemie aus. Ja, ich wollte schon sagen, also für dich ist das natürlich eine easy Pille-Frage. Aber ich hätte auch Wurst gesehen. Und so ein Glück haben. Ja. So eine Frage dann kriegen. Das, ne? Ja, mir kurz Fachgebiet einfach bekommen. Wieder unfair, ich google das erstmal, dann sag ich was. Also ich habe die Frage drin gehabt, bevor Mirko gesagt hat, er macht mit. Ja, also bevor mir jemand sagt. So, Sven. Nein. Nein? Okay, David. ja, was nehmen wir denn? Ja, das ist die Frage. Nannte ich jetzt. Dragon Ball. Nächstes Mal. Ich nehme jetzt mal... Bei Palm moderiert. Ja. Und ich, ihm die Fragen geschickt habe. Geschichte ja. 600. Oh, wild. Sven sagt Geschichte 600. Alles klar. Nach den 200er Fragen von Sven kommen jetzt die 600er. Bereit, Sven? Ja, ich habe aber noch eine kurze Frage. Ja. Wenn ich die Frage jetzt nicht beantworten kann, dann kann ich doch meinen Joker benutzen. Nee, vorher. Du musst entscheiden, nimmst du den Joker und gibst ihn jemand anderen oder beantwortest du selber? Ganz genau. Also ich darf mir die Frage nicht anhören. Anhören, klar. Logisch. Anhören, aber nicht beantworten. Ja, ja, also mach ich jetzt, wenn ich jetzt mir die anhöre und sage, ja, ich würde jetzt die weiterschieben, dann kann ich das machen, oder? Ja. Ah, okay. Solange du nicht antworten, ist eingeloggt. Weiterschieben ja. Ist weiterschieben. A oder B. Gib nicht beides. Ja, so mach ich das halt. Du kannst nicht beide Süßigkeiten haben, Sven, du musst ja einen aussuchen. Ja, aber das ist meine Idee, weil es einfach nur, wenn ich das vielleicht so höre und dann so weiß, okay, das kann ich nicht beantworten, ja. Ich schieb die mal weiter. Genau. Du darfst, man darf auch natürlich auch aussuchen, wer den dann beantworten muss, dann beim Weiter. Okay. Ja. Gut, Sven. Ja. Wie gut kennst du dich mit im politischen Bereich aus? Nicht so gut. Wie gut kennst du dich im amerikanischen politischen Bereich aus? Auch nicht so gut. Okay, schwierig für dich dann. Wer war der letzte US-Präsident vor dem Ende des Kalten Krieges? Vor dem Ende des Kalten Krieges. Scheiße, ey. Den Tipp gebe ich dir, es war nicht scheiße. Oh, ich hab den Namen sogar auf der Zunge, ne? Also, war vor meiner Zeit, aber scheiße war, weiß ich nicht. Oh,
Aber das ist zu lange her. Ich hatte mündlich Prüfung in der Realschule, oder hatte ich eine 1 drin? Ja, Sven, ja, bitte. Das ist ja quasi gleichgesetzt zu dem, was Mirko macht mit Periodensystembereich. Kennst du das, wenn du so einen Namen hast und du kommst einfach nicht drauf? Ja. Ja, ich schieb die weiter. An? Viel Spaß, David. Okay. Juhu! Okay. David, wenn du richtig beantwortest, kriegst du 600 Punkte. Also könnte ich zumindest erfahren, wann der Kalte Krieg noch mal geendet hat, weil das war nicht hier. 600er Frage ist. Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich habe nur den Präsidenten aufgeschrieben. Das ist ein R, so viel sage ich. Ja, wow. Es gab doch keinen weiblichen Danke. Ja? So, während des Kalten Krieges war noch Truman an der Macht, ne? Da fing die ganze Scheiße an. Nixon war auch. Scheiße, den Lindner. Dann haben wir noch Kennedy gehabt. So, und war das jetzt Bush 1 oder Bush 2? Da war auf jeden Fall noch ein Bush dazwischen. Irgendwo. Das ist böse, so ein Bush. Irgendwo war Bush noch, ja. Beide Bush sogar. Scheiße. Das ist fies. Nimm schon mal Sven den Joker weg. Damit er nicht mehr Böses im Busch macht. Schade. Das ist fies. Die Frage ist, wann endete der Kalte Krieg genau? War das damals mit der Kuba-Krise oder war das tatsächlich damals, als da war ich nicht gut mitgekommen. Amerikaner auf dem Mond. Gut, dass ich ihn nicht gehört habe. Ja, besser ist. Wann endete will ich die nochmal gucken. Da kannst du mir richtig gut schauen. Oder Nixon oder Bush? Das ist die Frage. I'm not a crook. Nixon oder Bush? Das sind die einzigen, die mir einfallen. Ja, und das ist geschrieben. Das ist Nixon oder Bush? Da ist der Joke nochmal im Chat, oh Mann, Alter. Das ist so ein schlechter Joker, Hund. Oh. 600, das ist natürlich das war schwierig. Das war nochmal die Frage, ja, nee. Wer war der letzte... Ich mach nochmal das richtige Wort. Wer war der letzte US-Präsident vor dem Ende des Kalten Krieges? Es gab George Bush und es gab George W. Bush, ne? Oder wie war das? Genau. George W. war der Sohn. George Bush war der Vater. So, und George Bush kam nach Nixon an die Macht, oder? Oder wie war das? Das so? Keine Ahnung. Und Nixon war noch während des Kalten Kriegs. Ich sag, es ist George Bush. Okay. Senior oder Junior? Ja, natürlich Senior, weil der. Ja, er hat ja nicht George W. Genau. Genau. Mann, Paul. So, okay. Also. Okay. Zwischen Nixon und Bush gab es noch drei Präsidenten. Da gab es den Ford, da gab es einen Jimmy Carter und da gab es einen Ronald Reagan. Und genau den letzten... Es ist Ronald Reagan. Ach, Alter, Mann. Ich hatte irgendwas mit G im Kopf. Ich glaube, John F. Kennedy war ein bisschen vorn, weil... George Kennedy war zwei von Nixon. Kennedy genau. War zwei von Nixon. Der hat nur zwei Jahre geschafft. Na, schwach. Ja. Ja gut, der wird ja auch... Ja. Ja. Ach, halt dein Maul und hier, ja. Sven kriegt trotzdem die Punkte, du kleiner Hund. So, Sven fast 2000 Punkte jetzt. Also maximal als Rauskohl mit den Showkarten, also besser geht's nicht. Nice, Sven, ja. War stark. Sven gewinnt es. Das war wirklich die 600. Ja, aber jetzt ist Dave dran. Jetzt nochmal. Sven ist nochmal dran. Nee, Dave. Nein, Dave. So. Der andere ist Gaming 500. Gaming 500. Krieg ich ein Bild? Du kriegst ein Bild, ja. Ja!
glaube, da ist ein Pattern drin. Ich bin mir sicher. Ja, ich weiß nicht, ob Gaming und Bilder zusammenhängen. Da sage ich nichts zu. Was möchtest du haben? Erst das Bild oder zuerst die Frage? Gib mir erst das Bild. Ist das eigentlich egal? Nee. Nein. Das ist für das persönliche Enjoyment. Ja. Also bei mir. Also wenn ich jetzt... Sage, das Bild ist schon mal da. Und dann bumsen. Oh mein Gott. Das Bild ist schon mal da. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Das Bild ist schon mal da. Yannick, das ist nicht dein Ernst. Und jetzt kommt die... Yannicks linker Fuß. Das ist Yannicks linker Fuß. So, ich muss noch im Chat zeigen, warte. Bevor ich die Frage stelle. Erstmal, der Chat muss ja wissen, worum es geht. Ja, das, ist ja klar. Das ist das Spiel, was wir am längsten gespielt haben. Heilige Mutter Gottes. So. Und die Frage ist, David. Wenn jetzt kommt, wo steht dieses Haus, dann bringe ich dich um. Wie heißt dieser Grashalm ganz links? Nein. Die Blume, die man 3 Kilometer weiter rechts erkennt, was ist das für ein? Der Pixel. Nein. Okay. Bestimmt ist das recht süß oder Salz. Nee. Es geht nämlich genau um die Frage, um welches Spiel geht es hier? Welches Spiel kann man hier sehen? Das ist... Es ist DayZ. Aber es ist DayZ Arma 2 Mod. Das ist noch die Arma 2 Mod von DayZ. Mensch, heißt so! Nee, weißt du, woran ich das erkenne? Den Rucksack gibt's in der Standalone nicht. Das Bild heißt so! Nein, Paul! Den Rucksack gibt's in der Standalone nicht! Das Bild ist trotzdem so! Ja, aber. Es ist scheißegal. David. Ja, es ist DayZ Standalone. Ich weiß, du hast reingeloggt. Das ist gar kein Problem. Und es tut mir leid, aber deine 300 bleiben da jetzt nicht mehr stehen. Du kriegst jetzt leider 500 dazu. Ich hoffe, du kannst damit leben. Ich kann damit leben. Paul, der Rucksack, den gibt es in der Mod. Ja, das ist ja schön und gut. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Bild trotzdem so heißt. Ich hab's aber erst gesagt, nachdem du schon geantwortet hast. Das ist mir scheißegal. Entspann dich. Ist mir scheißegal, ob das da stand oder nicht. Genau hier. Mario hätte ich auch gesagt. Ja, du hast doch die Punkte, entspann dich doch, hör mal. Ja, aber ich schau mir das Bild auch nicht irgendwie im Internet an, sondern schau es mir. Hier. Ich schau mir das auch nicht im Internet an, ich klick halt drauf und drück auf Open Original. Ja, mach ich nicht. Größer sehe. Ich mach das einfach nur so auf. Ja, ist doch, ey. Entspann dich doch. Yannick hat damit nicht gerechnet. Komisch. Yannick, okay. Nee, ich fand das echt. Ja, ja, wenn du das Bild auf Original anzeigst, dann hast du dann oben den Link und dann steht da der AC Mod noch dahinter. Ja, Nick, ich glaube, wir müssen dazu irgendein Zusatzding dazu machen. Man darf das Bild nur in Discord haben. Ne? Ja, können wir so. Wow. Können wir so machen. Das kannst du trotzdem verarschen. Ja, aber. Na, man muss ja aufs Ehrgefühl. So zeige ich es halt nur im Stream. Können wir auch so machen. Mir ist das Ding. Mir ist das Ding. Mach einfach einen Screenshot nach vorne und schneid das zurück. Entweder vertrauen wir uns alle und. Ne, ich find Beef gut. Ich find Beef auch gut. Ich hab nicht mal Beef. Ich hab Beef mit dir. Ja? Ja, das ist mir egal, was du hast. Mit deinen Anfällen. Ich bin Erster, ich bin glücklich, also. Ja. Ich hab auch keinen Zweiter, weil es echt teuer durch Inflation und so. Ja. Ist schon wieder so schlecht. True. Ich fand den gut, Mirko. Pal. Genau. Was ich auch gut fände, wenn du jetzt die nächste Frage easy beantworten kannst. Du bist nämlich jetzt dran. Ja. Die Hälfte steht ungefähr noch auf. Ich nehme Mythologie für 400. Mythologie 400, alles klar. Ist kein Bild? Wir sind in der griechischen Mythologie, Paul. Ja. So, und ich habe eine Frage an dich. Die heißt nämlich, wie heißt der König mit den Eselsohren? Ich kann auch einen gleich schönen Text noch zu vorlesen. Aber erstmal will ich natürlich wissen, was Paul dazu sagt. Oh. Nee, warte mal, das wäre doof. Ja, vergiss es.
Der König mit den Eselsohren. Ja. Ich muss jetzt erstmal überlegen, ob ich überhaupt auf irgendeinen Königsnamen komme. Alter, wie ist denn die Könige da? Ich wusste persönlich, ich kannte persönlich nur einen König. Ich kannte auch einen. Also nicht persönlich, aber vom Namen. Was ich schon mal gehört habe. So von der Mythologie, meinst du, ich kenne jetzt hier Elisabeth. Vielleicht ist das auch Elisabeth, vielleicht war ich vorher in Griechenland. Und er hatte Eselsohn. Hey. Ach so. Griechenland. Ja, vielleicht war die ein bisschen vorher nach Griechenland gegangen. Klar, Kolonie ist Griechenland. Ja, aber die ist ja so, lebt ja schon so lange, vielleicht war sie ja vorhin in Griechen. Hat sich dann umbürgern lassen. Kannst du die Frage wieder mal, ja. Wie heißt der König mit den Eselsohren? Ich hab was auf Discord bekommen. Bild. Sven heute richtig krass unterwegs. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Ist einer von den beiden richtig? Mhm. Krass. Was? Ja, Sven ist heute wieder anders unterwegs, the fuck. Kannst du den Abfuck-Joke an Sven geben? Ja, klar. Dann gibt's den. Sven pushen. Also ich hab zwei Namen geschickt, ja, also. Ich komm echt gerade auf gar keinen. Ich kannte. Also ich. Ja, ist der. Finde ich geil, Ich dachte, wäre ein bisschen einfacher. Für euch. Ich wusste das, was ich. Nee. Also, ich kannte nur einen und hätte den dann gesagt, dass wir der genau den suchen wir. Ich kenne das. Ich sag jetzt Ödipus. So. Ödipus? Ja. Das ist leider falsch. Ja. Dann. Ich hab's gefunden und ich kann dir ehrlich sagen, ich kenne den Text, ne? Kannst du vergessen. Wäre König Midas gewesen. Fuck! Ja! Den Namen kennt man natürlich. Ja. Mir ist kein Name eingefallen. Die Legende mit der goldenen Hand, also bitte. So, nach einer Erzählung erkannte Midas beim musikalischen Wettstreit zwischen den hässlichen Paaren und dem wohlgestatteten Apollon, den Vertretern des Syrinx und der Kythara. Da, hässiger Paar gesagt. Den Paaren. Hör doch mal zu. Und der hässliche Paaren hat den Preis gewonnen. Und Apollon fand das doof und hat ihm deswegen Eselsohren gemacht. Ich hab das irgendwo schon mal gehört. Ich kannte, also, ich, als König kannte ich persönlich nur Midas. Und ich wusste nicht, dass mit den Eselsohren wusste ich auch nicht, aber... Janik, ist es dein Ernst? Im Religionsunterricht lernst du König David kennen. Ist es dein Ernst? Ja, ich kenne nur einen David, das reicht mir. Ach, ich hab einen Religion abgewählt. Freizeit. Ja, von Griechen meine ich, ne? David und Goliath, by the way. Das ist die Geschichte. Hier auch in der Religion. Ja. Ich meinte bei den Griechen. Fühl mir nur Midas ein. Griechen. Alexander Große war da das? Naja, ja, eigentlich schon. Ja, gut. Ja. Der hat die Griechen nach Ägypten gebracht. Mirko! Ja, bitte. Antworten. Schule 500. Schule 500. Geht nicht um Periodensystem. Ja, das belastet schon. Schule 500. Na, wie, Erdkunde. Oh Gott. Scheiße. Erdkunde. Sehr schön. Scheiße. Da ist Paul, weiß ich, dass der gut drin ist. Der ist eigentlich auch das. Was? Nein, ich bin übel schlecht in Erdkunde. What the fuck? Echt? Ich hab ein Globus extra bekommen, also ich bin gut. Oh, fuck. Ich bin übelst gut, also Abfuck-Joke, da kannst du mir nicht geben, tut mir leid. So. Erdkunde. Bereit, Mirko? Ich weiß nicht, kommt auf die Frage. Okay. Der Vesuv wirft einen Schatten über welche moderne italienische Stadt? Ist das der Vulkan, den ich denke, oder bin ich
Das ist bescheuert. Boah, ich sehe jetzt, das hat die Stadt. Aber Schule ist halt schwer, wenn man das Fach nicht so gut kann und leicht, wenn man das Fach kann. Das ist so ein Ding, das habe ich in der Schule nicht durchgenommen. Das hat man, Latein hat man über diese Stadt gesprochen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Stadt ist. Aber ich habe ja keine andere Wahl, ich kenne die Stadt jetzt. Du hast natürlich eine Wahl, du kannst auch sagen, dann macht sie jemand anders. Theoretisch. Ja, stimmt. Der Vesuv wirft einen Schatten über welche moderne italienische Stadt? Pompeji, sag ich jetzt. Das ist die Stadt, das ist das bekannteste überhaupt. Das war noch letztens bei. Ja, aber das ist so die verschüttet wurde. Ja, ja, die Stadt, die eigentlich komplett weggeerschüttet wurde. Würdest du die als modern bezeichnen? Na gut, ja, ich meine. Hast du nach einer modernen Stadt gefragt? Ja. Ja, es geht um eine moderne Stadt. Ja. Ach, ist egal. Ja. Ja. Pompeji ist leider falsch, es wäre Neapel gewesen. Neapel. Ich hatte aber echt nur Pompeji im Kopf. Das ist wahrscheinlich ein anderer Vulkan. Weiß ich nicht. Oder ist das der Vulkan, nur die Lande? Nee. Das ist der richtige. Ja. Das war der Vesuv. Ja, aber Vesuv hat Pompeji verschüttet, aber Pompeji ist ja keine moderne Stadt. Da kann kein Schatten mehr drüber geworfen werden, der ist nicht mehr da. Das Moderne halt habe ich, glaube ich, voll ausgeblendet. Hatte ich auch erst. Pompeji hätte ich nämlich jetzt auch sofort gesagt. Sven. Gerne, dann frag mich nochmal nach. Ja. Na, habe ich ja nicht. Die Frage war für mich geschlossen. Hättest du danach noch was gesagt, hätte ich nicht mehr genommen. Das war so Aftertalk, bevor ich die Lösung sage. Gaming 200. So, der Sven will uns eine Chance geben. Sven am BM. Sven, du kriegst ein Bild. Oh, sehr schön. So. Machen wir das über Stream oder Discord? Das kann ich Discord machen. Okay. Discord aber nicht im Internet. Mitmachen. Gut, Sven, du kriegst ein Bild. Willst du die Frage oder das Bild erst haben? Wo ich erst die Frage mache. Okay, ich will wissen, welches Spiel da auf dem Bild zu sehen ist. Okay. Im Stream ist schon mal. Und jetzt zeige ich den im Chat. 200er Frage. Oh, wirklich? Ein F4 oder nicht? Yes. Ja klar, ey! Weißt du, ich kenne nicht mal die Stelle, wo das ist, aber... Aber den Ritter kennt man. Den Ritter kennt man, ja. Ja. Oh gut, 200er Frage. So, das war... Das ist immer scheiße, wenn die Fragen wirklich kennen und dann die absenken kann. Das ist echt... Komm, Janek. Schließen wir den Kreis! Schließen wir den Kreis zu dem Gaming 600. Gaming... 600. David. Ja, ich gern erst die Frage, dann das Bild diesmal. Es gibt kein Bild? Natürlich gibt's ein Bild. Das ist die Frage? Ja. Okay, auch hier ist die Frage, welches Spiel? Siehst du da? Discord oder? Discord. Okay. Ich öffne nicht im Internet. Okay. Kriegst einmal das Bild, ich hätte genauen Namen. Ich habe extra geguckt, was haben wir so gespielt, was haben wir die meisten von uns so gespielt. Haben wir auch mit Shining gespielt, oder nicht? Das ist Brawl Falls, oder? Brawl Falls hieß das. Brawl Falls irgendwas, aber es hieß Brawl Falls. Das ist eine Antwort? Ja. David. Ja. Ist richtig. Ich auch gesagt, ja. Oh nein. Das waren 600? Ja. Ja, weil wir das einmal gespielt haben. Einmal Trash Game. Ich bin auch nicht. Einmal Trash Game. Gar nicht gespielt. Also Kacke. Trotzdem wusste ich das, weil da kurz irgendwie alles so. Alle das gespielt haben. Kurz einmal. Ja, war ja schon Stumble Guys, wenn überhaupt ein anderer. Stumble Guys war das, was jeder gespielt hat.
Hm. Aber Brofolds habe ich noch bei uns gesehen. Bei keinem anderen wirklich so großartig. Hm. Ditto. Saftig rein in den Holger. Rein in den Holger, ja. Geil. Oh, ich nehme Serien und Filme für 600. Da müssen mal mehr als 300 her, finde ich gut. Ja. Läuft ja heute richtig, ey. Ist kein Bild. Ich muss mal was zu essen machen, ne? Jo. Und zwar, mein Fahren mit der Serienfilme. Wenn der für nicht antworten kann, ich die Frage an den geben. Zeit läuft aus und ich gewinne. Okay. Es gibt auch hier mehrfach Antworten. Ja. Und ich will alle wissen. Jetzt haben wir 600. Sag nicht Top 1 Film. Okay. Es geht um Filme, genau. Diesmal. Ja. Naja, nicht nur Serie, das ist ja langweilig. Drei Filme schafften es bisher, insgesamt 11 Oscars zu gewinnen. Ja. Wie heißen die drei? Ich muss alle drei nennen? Ja, klar. Als ob! 600! Die musst du dir verdienen. Weißt du, damit das ist Ben Hur. Das ist Herr der Ringe. Welches? Musst du genau Teil wissen? Ja. Fuck, das war Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Und das wären zwei? Ja. Warte, lass mich überlegen. Ja. Fuck, war das Titanic? Titanic. Ist deine Antwort? Die ja. Drei? Ja. Also, ich fange einmal an. Ben-Hur hast du mit angefangen. Ist schon mal richtig. Ja. Du hast Titanic genannt. Das ist auch richtig. Ja. Oh mein Gott, Herr der Ringe ist schon mal. Du hast Herr der Ringe genannt. Rückkehr des Königs. Es ist schon mal Herr der Ringe. Ja, ich weiß. Schon die zwei Türme. Und Rückkehr des Königs. Ja, ich hab sie alle noch richtig im Kopf. Ja, weil... No, damit fall jetzt auf 900 doch. Punkte. Ja, nice. Also musste die Rückkehr des Königs sein. Allein schon wegen dieser Endszene auf dem Plateau. Die 600 Punkte sind verdient errungen worden. Sind natürlich. Ben fucking Punkte. Hurensohn. Wenn ich noch gemein wäre, hätte ich natürlich noch gefragt, der alte oder der neue. Aber ich glaube, das war auch riesig gewesen. Ja, klar. Ja, das ist der alte. Sven fucking. Hab ich noch nicht gesehen, aber muss ich mir auch mal angucken. Ja, hab. Ich persönlich auch nur kenne nur Ausschnitte. Wenn es bei der Familie zum Beispiel läuft und ich verlasse dann immer den Raum. Okay. Ja, sollte man sich eigentlich mal anschauen, ne? Ja, als Filmfan, finde ich. Das stimmt. Ja, nee. Schwierig. Mirko. Du bist bereit. Ich bin bereit, und du? Ja, Schule 600. Schule. Alter, Mirko gehört sich die Schule. Schule 600. Mirko will doch mal Schule machen, Leute. Mirko. Dein Religionsunterricht, wie war das so? Ach du, boah, nee. Ich hab's ja gerade gesagt. Da geht es aber um Kunst. Ich frag nach Sportunterricht. Nein. Echt? Religionsunterricht. Ja! So. Damit kann ich ja nicht mehr absnacken. Egal. Ich bin echt in Religion. Die hatten immer Doppelstunde morgens früh, ich bin da eingepennt. Ja, also, aber entweder weißt du es oder gibst es weiter. Oder sagst es falsch. Das sind deine drei Optionen. Mal gucken, was es wird. Nenne mir alle fünf Weltreligionen. Ich hätte jetzt gerne alle fünf. Oh. Nicht ein, sondern fünf. Boah, das ist schwierig. Oh, Also zwei wüsste ich. Sven guckt, als hätte er das drauf. Mir fehlt noch eine. Ja, Sven weiß es auf jeden Fall. Ja, Sven weiß es noch. Ja, klar. Nordische Mythologie. Natürlich weiß Sven so. Natürlich weiß Sven so einen Unsinn. Ja. Mir fehlt auch eine. Das ich weiß gerade mal zwei. Oh mein. Alter, wie heißt die scheiß letzte Rede? Soll ich sagen. Ja, mir fehlt auch die letzten. Ja, das ist so kacke. Das war mir klar. Das einer ich, auf jeden Fall fehlt. Ich will das nicht abgeben, weil ich bin mir sicher, dass ich da drauf komme. Also, eine ist Christen. Dann haben wir das Judentum. Wären zwei. Dann
gegründet hast. Evangelen. Diese Evangelisten. Du hast drei genannt. Und dann der Hinduismus. Wenn vier. Ich hab's vergessen. Ich habe meine Türme schon gesagt, ne? Okay. Evangelien, Juden, Buddhismus. Nämlich. Ich glaube, er ist schon nicht mehr. Sven, nee. Ey, gib nicht alles Sven. Trust me. Er ist aber jetzt hier nicht mehr, oder? Der hier. Also, er kann Sven abfacken. Muslimischer Glauben. Ich will snacken. Das sind. Das ist jetzt seine. Okay. Dann. War schon mal so falsch. Wie viele sage ich Ihnen noch nicht, weil Paul jetzt absnacken möchte? Ich will snacken, ja. Ja. Warte. Das Christentum. Ja. Achso, ja. Ja, jetzt? Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Richtig. Okay, hat's. Die Evangelisten. Na klar. Naja, klar. Die Evangelisten natürlich gehören zum Christentum. Gehören zum Christentum. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, du gibst mir das ab, Mirko, aber. Ich hab's auch gehofft, ja. Ich auch. Alle wollen es haben. Gib her, Mirko, gib. Ja, ich hol mal meinen Essen, bin gleich wieder da. Jo. Guten. Guten. Ah, schade. Sven. Ja. Der Pall kommt ran an den Svenny Boy. Ja, jetzt muss ich gucken. Und nicht jetzt noch die einfachen Fragen. Na, du kannst nichts mehr abgeben, ne? Jetzt muss. Aber die Leute kommen ran. Das ist natürlich auch das Ding. Ja, jetzt muss ich halt entweder hoffen, dass die anderen die ganzen Fragen dann verkacken. Oder. Mhm. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen Vorsprung wieder ausbauen. Also. Ja. Wir machen es mal so: Wir machen eine kurze Pinkelpause. Ja. Und dann. Ich das gleich. Und dann. Kommt die. Das da auch so. So, ich bin jetzt schon mal wieder zu sehen. Gehe dann gleich wieder aufs normale Board. Die Kandidaten sind noch in der Pause. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bisher. Haben wir jetzt noch ein bisschen. Wir haben jetzt noch 3, 6. Wir haben 9 Sachen noch offen. 7 Fragen kommen noch dran. 2 werden nie beantwortet. Die bleiben für immer ungeöffnet. Whatever. Danke und freut mich. Dankeschön. Und ja, wir haben aktuell Sven, der ist im Vorsprung, dann Paul, dann Dave und Mirko. Aber wir haben noch ein paar Fragen, wir haben auch 600er, wir haben noch viele hohe und ein paar niedrige. Mal gucken, wofür sich die Kandidaten noch entscheiden. Aber ist auf jeden Fall so die Überlegung, mehr von solchen Quizzes zu machen, die so ein bisschen kürzer gehen. Und die länger gehen, werden erstmal hinten dran gestellt. Das heißt, so in 2 Wochen würde ich dann das nächste machen und dann so ungefähr einen Rhythmus. Versuche ich einzuhalten. Müssen natürlich auch immer Kandidaten gefunden werden und so. Ja, mal schauen, was dann als nächstes kommt. Was ich mir als nächstes dann überlege. Aber 10 Zuschauer, vielen Dank dafür, dass ihr am Start seid, ob ihr lurk oder versucht mir zu raten. Ne? Es sind natürlich schwierige Fragen dabei, aber gut, das war auch der Sinn dahinter tatsächlich. Ich wollte es ein bisschen schwieriger machen, damit man sich die Punkte verdient. Und die Kandidaten schlagen sich echt gut, finde ich. Schon nicht schlecht. So, was geht ab? Moin. Ich lass mal kurz meine Cam aus, weil ich jetzt öfter mal aus dem Raum raus muss und wieder rein. Naja. Ich soll meinen Arsch nicht sehen. Okay. Ich bin auch schüchtern. Okay. Warum? Ich sehe den doch gerne. Ich auch gerne. Okay, das kostet dann aber Geld, Freunde, weiß ich Bescheid. Ja, ja, sind ja, ja, ich überweise über PayPal, ja, so. Okay. So, hier ist das Board wieder. Sven. Ja. Du hast jetzt am meisten Überlegungszeit gehabt, was du jetzt nimmst. Ja. Was für euch vielleicht nochmal wichtig ist, 2 Fragen bleiben am Ende offen. Das heißt. Okay. Das sagst du jetzt. Ja. Du, ich würde wohl in Geschichte 400 gehen. Da kommt doch jetzt jeder nur einmal drin. Nee, Quatsch.
Ja, jeder kommt halt genau gleich oft dran. Die ersten beiden werden öfter dran. Dadurch. Mhm. Weil zwei Fragen mehr sind als die vier. Deswegen bleiben zwei auf. Jeder hat genau gleich viele Fragen zu beantworten. Sven, ich muss nochmal fragen, welches wolltest du? Achso, Geschichte 400. Alles klar. Dann Jojo. Dann probieren wir das mal. Geschichte. Siehst du dich da so, Sven? Geht so. Kommt drauf an, was für Themen so. Ne? Okay. Bist du eher so Land, Wasser oder Flug? Wo siehst du dich eher? Okay. Ist eher ein Land-Pokémon. Geil. Sven ist also ein normales Pokémon. Oder bist du eher so Boden-Pokémon? Das ist falsch. Er ist Kleinstein. So, Sven. Guck mal, dein bisschen irgendwie Flugmäßig. So, aber mit Erfindungen und so kennst du dich ja aus, ne? Dann ist ja gut. Denn wir suchen nämlich jetzt einen Erfinder. Wie heißen die Erfinder des ersten funktionierenden Motorflugzeugs? Die Frage hatten wir nämlich schon mal in einem meiner Formate. Die habe ich beantwortet. Hatten wir zweimal? Alter. Kann doch. Die habe ich beantwortet. Des ersten Motorflugzeuges. Ja. Hm. Des ersten funktionierendes. Die abgestürzten will ich nicht wissen. Ich will die Erfinder wissen, von dem, wo es funktioniert hat. Alter. War das einer oder sind das mehrere? Oder? Ich kann die Frage gerne nochmal vorlesen. Ja. Wie heißen die Erfinder des ersten funktionierenden Motorflugzeugs? Oh. Wie viel sind das denn? Mirko denkt angestrengt nach. Ich glaube, das waren vier, oder nicht? Scheiße, vier. Leute, jetzt Dead Space im Vorverkauf, ne? Remake. Da ist, so, alle Absack-Joker sind übrigens weg, außer Mirko, der hat seinen noch. Und wir haben noch drei Abfuck-Joker. Reicht dir der Nachname ja nicht? Du brauchst den ganzen Namen. Wenn du nur den Nachnamen hast für mich oder den Nachnamen, dann würde ich nur, dann also würde mir reichen. Wenn du mir noch Vornamen geben möchtest, kannst du auch gerne machen. Ich würde sogar jetzt, wenn der Nachname richtig ist, dann reicht mir das. Du kannst mir gerne auch einen lustigen Vornamen dazu. Das mega. Okay, also Yannick, Let's Space im Vorverkauf. Let's go. Hab ich heute den Trailer zugesehen, also ein bisschen Gameplay. Wir hatten irgendwie so eine Mini Director. So, sah nicht schlecht aus. Ich meine, da waren noch Brüder bei, ich weiß nicht. Gieß was Schröder, oder? Ja, Schröders Katze. Nee. Ja, das war Schrödinger. Also, ich glaube, ich jetzt, weiß, das ist ja der. Also, wir müssten doch. Also, das müsste auf jeden Fall, glaube ich, ein Todd gewesen sein mit Nachnamen. Also, laut Hoden waren es die Gebrüder Grimm. Alter. Hey, an die anderen kann ich ein bisschen hier den Arm Sven hier lassen. Ja, ich darf doch ein bisschen mobben. Hallo? Ja, Sven ist doch kurz noch anstrengend im Nachdenken. Sei doch nicht so. Ich mobbe mal. Oh, ich glaub, weil ich die Antwort weiß. Ich nicht. Also ich glaube, das waren vier. Beziehungsweise fünf, aber ich glaube, zwei davon waren Brüder. Also ich glaube, ich sag jetzt einfach mal die Brüder White. Reicht mir. Dann. Mach uns weiter! Klein Todd. Ich glaub, Klein Todd. Dann. Victor. Katin. Er kennt einfach alle. Wo hast du der Google auf, ey? Und ich bin shit. Also, du bist der Hersteller. Krass. Paletz ist auch noch gewusst. Ja, es gibt. Kannst du bitte beim nächsten Mal nur den Moderator machen? Ja, bin ich auch für. Dass Yannick das nächste Mal mitmacht. Ja, darf ich dann die Fragen für Sven raussuchen?
Nein, Sven muss alles selber raussuchen. Na, das ich aber gut. Du erstellst das Quiz. Sehr gut. Dann muss Sven loslegen. Ja, dann suche ich die Antworten raus. Sven die Frage. Nein. Weder noch. Sven, du gibst Sven das Board vor und er muss damit was machen. Sven, bitte eine eigene Kategorie für Tokyo Revengers dann. Ja. Fucking dauer Tokyo Boys, Alter. Alberto. Blanco. Oder Albert. Albert oder Albert. Stell eine Frage zu Mucho, den kennt mir auch nicht mehr. Und dann. Du hast schon die Punkte, Sven. Ich weiß nicht, was du hast. Wie? Die Brüder Wright! Danach hat's mir gereicht, das waren die Haupterfinder. Echt? Ja. Ja. Ich hab dich aber noch ein bisschen machen lassen. Jetzt muss ich aber pingelig sein. Sven hat White gesagt, nicht Wright. Die heißen Wright mit W. Hm. Und Alberto Santos Dumont, bist du nicht drauf gekommen? Schon schwach, Sven. Dumont, Alter. Genau. Oh, ich, genau. Bleib mal auf der Genau, Dumont. Ich wusste gar nicht, dass das drei Leute. Fünf waren das. Ja, fünf. Vier oder fünf. Ich wollte nur die Hauptlerfinder wissen, aber Sven ist schon wild hier. Aber in Kinderserien haben die dann an Zeit gespart, weil die immer nur zwei Leute gezeigt haben. Ja, das waren auch die Hauptlerfinder, genau. Die Brüder Wright. Ja, die Hauptlerfinder sind die Brüder Wright. Genau. Na, mehr habe ich auch nicht gefragt. Die Dullis, die da ein bisschen an den Schrauben gezogen haben, die will ja niemand wissen. Ja, passt auch. Nee, ich hatte vor ein paar Monaten mal so eine Schulung, da war das nämlich auch mit hier, den Erfinder vom Flugzeug tatsächlich. Als ob halt dein Bauch. Weißt du, du bist wie bei Günther Jauch. Ja, das hatte ich letztens im gelesen. Da gab's eine Doku zu auf Netflix. Doku zu auf Netflix, wäre die je, Alter. Weißt du, ich staube jetzt nochmal richtig ab. Komm, Serie, Film 500. Serien und Filme für 500. Ist der Paul noch da? Der steht ja immer mal wieder auf. Ja. Ich bin aber zum Russell da. Ich auf jeden Fall zum. Nee, ich meinte so generell an Stimme. Sonst ja, hallo? Hey, hi. Hallo? Ja. Nee. So. Duisburger immer. So, es waren Serien, Filme 500, ne? David. Ja. Serienfilme 500. Geht um einen Film. Ja. Geht um Disney. Oh. Ja. Lecker. Und zwar möchte ich wissen, was ist der erfolgreichste Film der Walt Disney Animation Studios? Alter, was? Der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja. Ich kann die Top 4 gleich aufzählen, aber mir geht's natürlich um Platz 1. Weltweit oder? So viele. Der erfolgreichste ist aller Zeiten, Sven. Das ist. Okay. Mir geht's nicht um Luxemburg. Oder Salat. Ja, Steamboat Willie ist schon mal raus, weil das war ein Kurzfilm, aber der ist nicht so berühmt gewesen, glaube ich. Ja. Und erfolgreich heißt ja auch Money, ne? Ja, Money. Und diese Kurzfilme. Die Frage ist, ist erfolgreich, ist da das Merchandising mit drin? Geht nur um die Filme. Ich kann sagen. Also so, den Satz sag ich. Filme. Genau. Dann sag ich Frozen. Das ist deine Antwort? Das ist meine Antwort. Okay. Das ist falsch. Mirko, möchtest du den Upsnack-Joker nutzen? Oder? Jakob, komm, ich snack den ab. Okay. Ich glaube. Damit ist er eingesetzt? Nee, nicht ich glaube, ich sag, es ist Toy Story. Das ist auch falsch. Darf ich? Scheiße, fuck. Du kannst gern antworten, Sven. Gerne antworten. Ich glaube, das ist. Oder darf Paul auch noch? Nee, Paul darf auch nicht. Nee, deswegen darfst du ja antworten. Okay, dann würde ich jetzt sagen, die Eiskönigin 2. What? Es ist Frozen 2, ich hab Frozen 1 genannt. Bist jetzt doof? Als ob der zweite Teil besser ist als der erste. Ich glaub, gut. Halt dein Maul. Auf Platz 4 ist Zoomania mit 1 Milliarde Umsatz. Echt? Auf Platz 3 König der Löwen. Ja, okay. Auf Platz 2 die Eiskönigin. Platz 1 kommt jetzt irgendwie sowas richtig dämliches wie Mulan. Oder ist doch der neuere jetzt hier, Bruno hier, oder Encanto, oder? Alter, als ob Encanto ganz oben ist. Jetzt auf Platz 1 mit 1,45 Milliarden. Zwei Jahre. Die Eiskönigin 2.
Ich hab auch dumm geguckt, ich dachte, so könnte ich einen Löwen. Ich fand den gar nicht so gut. Ich fand den auch nicht so gut. Ich hab den nicht gesehen, keine Ahnung. Mega. Das Problem ist halt, als Königin 1 war halt so gut und deswegen sind die Leute alle mit dieser Erwartungshaltung reingekommen, dass sie besser sein wird. Anscheinend ja. Alter, zwei Teile sind nie bei Disney gut. Jetzt sag mir, welcher zweite Teil. Okay. Es kaum Frozen 3 kommt aber. Also, es ist doch sehr erfolgreich. Ja. Auch mit Platz 1 und 2 schon nicht schlecht. Deswegen habe ich ja Frozen gesagt. Willst du mit mir einen Schneemann bauen? Ich finde die Verarschung. willst du mit mir saufen? Ich hab hier auch schon zwei Bier. Hey, ich dachte, das wäre Toy Story gewesen. Wäre aber eigentlich voll sicher. Nee, Toy Story war früher mal. Aber die neuen Filme hauen halt bei Familien und auch bei Erwachsenen übelst rein, weil die schon ziemlich geil sind. Aber dafür König der Löwen auf Platz 3 aus 94er. Immerhin. War einer der besten. Ja, ja, also ist doch mein Liebling von denen. Ja, aber hat drei Fortsetzungen bekommen. Ich glaube, der hat 4 Teile oder so. Die sind alle schlecht. Ja. Bis auf den ersten. Aber die Serie war nice. Die Serie? Timon und Pumba. Timon und Pumba. Timon und Pumba. Die lief immer bei Kabel 1 morgens früh sonntags. Ja, das ist richtig. Um welche Uhrzeit? Ja. Weißt du die auch noch? Früh 8 Uhr, 9 Uhr. Ja, will ich auch sagen. 9 Uhr. 9 Uhr. Wisst ihr alle, okay. Bis 12 oder bis. Wo ist mein Stift? Ja, komm, schreib nächstes Mal. Wie viel Uhr lief? Wann kam immer Pokémon auf Pokito? Ja. Alter, aber die Gargoyles liefen immer zwischen 5 Uhr und 6 Uhr. Ja, aber das Gargoyles habe ich auch nicht gern geguckt. Gargoyles war auch zu hart für die Leute, deswegen kam das ein bisschen eher. Aber Gargoyles war geil. Fand ich auch cool. War übel. Ich war jetzt aber ein bisschen zu früh mit dem Aufstehen. Ja, Hoden, der kann gerade Cam nicht anmachen, der ist gerade ein bisschen unterwegs. Ich habe auch für meine Zeit, da kam ja One Piece ja auch noch hier auf Tele 5 dann immer hier samstags vormittags dann. Ja. Ja, das war auch noch geil. Und Yu-Gi-Oh! Genau. Als Tele 5 noch cool war. Ja. Als Tele 5 noch Stargate gezeigt hat. Ist Paul am Start gerade? Ja, ich kann antworten. Okay, Paul, du darfst dir eine Kategorie aussuchen. Absolutes Basiswissen für 600. Boah, Alter, alles klar. Letzte 600er. Bist bereit? Ja. Okay. Geht um eine Fernsehshow. Das ist natürlich absolutes Basiswissen. Denn ja, es geht um die gilt als größte Fernsehshow Europas. Es geht natürlich um Wetten, dass. Und die hatten 4 Moderatoren in ihrer Laufzeit. Ja. Die möchte ich gern wissen. Alter, ja, oh, absolutes Basiswissen. Absolutes Basiswissen. Es kam letztens. Also ich kann Günther ja auch. Kennt er auch, Günther ja auch. Kennt er auch, Günther ja auch. Wetten, dass, oder? Ja. Ja, Wetten, dass. Wetten, dass hatte 4 Moderatoren. Günther ja auch war mit Scherz. Und... Kann ich meiner Freundin das abnehmen? Ich kann das nicht mehr abnehmen. Du kannst nicht mehr abnehmen, ne? Kannst du nur weitergeben. Kannst du nur weitergeben, Tino? Ja, das geht. Oder mir weitergeben. Lass mich mal überlegen, weil das Ding ist, mir fehlt gerade einer und ich meine, das war letztens bei den Peets. Das war... Jetzt muss ich überlegen, ob ich den einen Namen noch kenne. Ich will es nur auch gerne nennen, weil eventuell will ich das auch abschmieren. Wenn ich nicht drauf komme. Ach, halt dein Maul, ich bin bei 98% beim Drop und die dumme Kuh geht offline, dankeschön. Mach, spiel doch einfach Casino. Scheiß auf den Nebel nicht wieder anmachen, Mann. Was denn, Overwatch oder Hand? Ja, Overwatch. Ah, okay. Hand ist erst wieder am 17. Deiner Ost. Doch der auf jeden Fall, der. Overwatch 2 ist mega geil, by the way. Macht mega Fun. Die haben doch gar nichts geändert. Ja, du kannst wieder spielen, du kannst wahrscheinlich nicht mehr so lange auf Lobbys warten, wenn die wieder voll sind. Naja, Lobbys sind wieder voll. Die neuen Maps sind sehr cool, aber auch sehr unbalanced.
teilweise. Es gibt ja dementsprechend jetzt einen neuen Spielmodus mit dem Schieben. Das ist auch ganz cool. Fall noch da? Ja, ich überlege halt noch. Und im Hintergrund höre ich die ganze Zeit wegen Quatschen und das ist... Das war so ein komischer Name. Ich meine, er ist eigentlich gar kein Moderator gewesen, oder? Ja, war der da? Das ist halt schwierig, wenn du drei weißt und denkst ja, boah, den einen müsste ich jetzt auch noch wissen. Und dann kommst du nicht drauf. Einfach ein Doppel, sagst du, weil der hat ja mindestens zwei Sendungen gemacht, ne? Ich glaub sogar noch mehr. So. Ja, das war's. Ah, yes. Okay. Ich will den Paar essen. So, Paul, so langsam machen wir hier. Ja, komm, dann sage ich Frank Elstner, das war Thomas Gottschalk, Markus Lanz. Und der letzte war Wolfgang, irgendwas mit Lippe. Lippert? Wann hat die? Wolfgang Lippert, oder? Ist der nicht so? Außer, Alter. Also Wolfgang Lippe und Wolfgang Lippert. Also das waren jetzt fünf. Ja. Wolfgang Lippert. Das ist richtig. Der war also Wolfgang Lippert war dabei. Okay. Markus Lanz war dabei. Ja, ich brauch gar nicht aufzählen. Ja. Das weiß ich. Lippert war schon eine schwierige Frage. Ja, die anderen drei war ich mir ziemlich sicher von Anfang an. Aber ja, das ist richtig. Ja. Alter, als ob du so krass das geguckt hast. Ja, nee, das war letztens. Ja, erstmal das, aber bei Pizmeet war da letztens. Alter. Da kam der Name. So, jetzt Mirko, sag, was, what the fuck ist das? Not bad. Seit wann wird Roblox gestreamt? Das ist doch nicht normal. Ja, schon ewig. Ja, seit Sven das entdeckt hat. Eben. Sven müssen wir mal wieder. Ne? Marauders ist gerade aktuell übelst geil. Macht Fun. So. Wenn man rauskommt. Ja. Als ich letztens allein gespielt habe, ich habe nur aufs Mal bekommen. Meine längste Runde war 3 Minuten. Okay. Okay, wild. Also ja. Ich habe tatsächlich richtig durchgestartet, als ich solo unterwegs war. Na, ja, nice. Mirko. Du kannst auch gerne jetzt durchstarten. So, ja. Hab den Skin jetzt endlich. Nice. Dankeschön. Overwatch. Oh, wie gesagt, zwei bleiben offen. Absolutes Basiswissen. Absolutes Basiswissen. Absolutes Basiswissen. Weiß man quasi, man steht auf, weiß, denkt direkt als erstes daran, weil man, das weiß man ja. Der Paul hat aufgeholt. Mhm. Paul ist ja fast so krass wie Sven. Ja. Ja. Sven ruht sich auch auf seinen Lorbeeren aus. Ja, der sitzt. Und Paul hat noch einen Joker übrig. Das ist halt schon. Das ist wie eine Knappe. Aber es ist noch viel offen. Mirko. Hauptsache von Mirko. Ich habe eine Frage an dich, Mirko. Wie gut kennst du dich mit dem Japanischen aus? Kommt drauf an. Da gibt es nicht so ein japanisches Monster. Oh, ich verkomme jetzt. Der Schrei des japanischen Monsters Godzilla wurde im ersten Film mit einem geharzten Handschuh und einem Musikinstrument erzeugt. Welches Musikinstrument? Was ist das für absolutes Basiswissen? Du stehst auf und denkst so... Mann, mit dem Musikinstrument könnte ich das machen. Ist das nicht so, wa? Nee, ho, du musst schreiben, nicht hast du Angst, japanische, sondern panische Angst. Das ist wieder schlecht, ich fand das gut. Ja, also, ich habe eventuell eine Ahnung, weil ich die Filme sehr gern gesehen habe. Da kannst du nochmal die Frage wiederholen. Der Schrei des japanischen Monsters Godzilla wurde im ersten Film mit einem geharzten Handschuh und einem Musikinstrument erzeugt. Also der Schrei hatte eine Kombination aus Musikinstrument und geharzter Handschuh. Und die Frage ist, welches Musikinstrument wurde genutzt, um den Schrei von Godzilla zu erzeugen? Ein geharzter Handschuh mit Harz überzogen, oder? Überzogen, ja. Das ist sogar eine Bonusinfo, die ich dir gebe. Handschuh mit Harz überzogen. Weil geharzter Handschuh hätte ich nie gefragt, das wäre zu krass gewesen. Musikinstrument gibt's zumindest Auswahl. Du kannst auch den Joker nutzen, im Zweifelsfall. Ja, nehme ich auch, gib das Sven. Mein, dein Ernst? Alles klar. Sven! Ja. Godzilla, ne?
Ja. Der hat so einen Schrei. Ja. Mit einem geharzten Handschuh wurde das gemacht. Ja. Und einem Musikinstrument. Ja. Welches Musikinstrument denn, Sven? Das habe ich schon mal gesehen. Das sieht aus wie eine Geige, nur halt im Groß. Nur ich komme nicht auf den Namen. Oh. Ein Klavier. Nee. Ich weiß genau, was Sven meint. Triangel. Ich weiß ganz genau, was ich meine. Das klingt doch so. Stimmt, du musst es nicht wissen. Das ist okay. Ja, also, einer kriegt jetzt Punkte. Drin, aber wer kriegt jetzt Punkte? Kriegst du Punkte. Deswegen. Ja. Ach. Deswegen. Und wenn Sven das weiß, dann ist er erstmal wieder weg vom Fall. Nee, Shadow, das fängt mit K an. Ich gebe noch keinen Tipp. Ich gebe einen Tipp, weil ich nicht will, dass das nur kommt mehr Punkte. Ja, danke, Dave. Fair enough. Genau so weit fuckt mich richtig ab. Bass. Kontrabass oder irgend sowas? Ich hab Kontrabass. Ist das deine Antwort? Ja. Sven. Die Antwort ist ein geharzter Handschuh. Verarscht. Und ein Kontrabass. Ja. Na, not bad. Wo das dann gefiedelt ist. So, ich fühle mich jetzt etwas beleidigt, aber ja. Ich glaube, das ist verständlich. Ja. Das halt der Hälfte machen. Na, da, dafür gibt es schon mal Punktabzug. Die Tipps sind natürlich nicht gut. Dann ist jetzt Sven dran. Ja. Letzte Runde. Ja. Letzte Runde. Letzte Runde. Schule 200. Sven sagt, da kommt der Pfeil nicht mehr ran. Ja, oh, ne. Ich will gar nicht selber sterben. Sven. Runden muss man ignorieren. Nee, ich finde es schlimm. Deutschunterricht. Oh Gott. Du musst mir jetzt was buchstabieren. Ja? Ich möchte gerne, dass du mir das Wort Alphabet buchstabierst. Alphabet. Nicht dein Ernst. Buchstabier mir Alphabet. A. L. P. H. A. B. E. T. Ja. Also irgendwie Stark. Ja, muss man erstmal machen können, ne? Deutsch-Leistungskurs. Not bad. Das ist Sven heute insane unterwegs. Ja. Muss man mal anerkennen. Das auf jeden Fall, ja. Welche insane? Einer, der so. Mich abfuckt, ist okay. David. Deine letzte Runde. Was nimmst du? Mythologie 500? Ja. Okay. Mythologie 500. Bereit? Ja. Okay. Die Sphinx. Jo. Ist in der griechischen Mythologie ein Mischwesen aus genau zwei Wesen. Ich möchte gerne beide wissen. What? Die Sphinx besteht aus zwei Wesen. Ich möchte beide haben. Wenn ich jetzt Greenscreen bei Sven mache, für den Effekt, dann ist es einfach durchsichtig, dann nicht so lang. Wild. Also ich brauche zwei Wesen von dir, David. Besteht zu einem Teil aus und zum einen Teil aus In der griechischen Mythologie die Sphinx. Kannst auch den Joker nutzen, natürlich. Die Option ist natürlich noch da. Kannst du es mir auch einfach sagen. Lass dir natürlich frei überlassen. Weiter an Mirko. Hab keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Katze, Mensch. Was ist deine Antwort? Katze, Mensch, ja.
Okay. Die Hälfte davon war richtig, Mirko? Mensch und Löwe. Also war es sehr nah dran. Damit hätte David die Punkte. Von der, genommen von der Frau. Ich habe Mensch aber auch gelten lassen. Brust und... Griechisch ist das auch ägyptisch eigentlich, ne, oder? Nee, aber die Griechische hat ihre eigene Version, deswegen. Ich weiß, was du meinst, aber die Griechen haben eine extra, haben eine eigene. Da ist nämlich der Kopf und die Brust von der Frau und der geflügelte Löwe ist der Leib. Wow, alles klar. Weiß man ja. Okay. Ja, okay, jetzt wo du es sagst, kommt mir das Wesen auf jeden Fall in den Kopf, aber... So. Never hätte ich das als Sphinx bezeichnet. Pi. Ja. Deine letzte Runde, du hast noch einen Joker offen und du hast noch vier Fragen vor deiner Nase. Ich nehme Geschichte für 500. Geschichte für 500? Ja. Yeah. Okay. Geschichte für 500. Ist eine Frage an dich. Und zwar, du bist ja ein großer Musikkenner. Ja, auf jeden Fall, klar. Sehr gut. Ja. Wer komponierte denn die deutsche Nationalhymne? Ja, das sollte man wissen. Ich vergesse es regelmäßig und denke mir dann immer, wenn ich es lese, ach ja. Dieter. Denkst du auch gerade. Ah. Wer war der das? Ich hab zwei im Kopf. Könnte ich jetzt sagen, oder ich könnte abschieben. Problem ist, dann habe ich meinen Joker nicht genutzt, das finde ich doof. Aber ich könnte es auch raten und das könnte richtig sein, ne? Wenn ich abschieben, dann könnte die Person dann wissen. Das wäre ja doof. Das wäre ja blöd. So ja. Oder so auf jeden Fall zweiter. Ja, dann sage ich, ja, dann könnte ich aber jemandem noch die Chance geben, jemand anderen zu überholen. Theoretisch. Theoretisch. Mirko, weißt du das? Nein. Ah, das ist schlecht. Ja, kriegst ja Punkt. Jetzt auch nicht drauf. Ja, wenn du das jetzt wüsstest, Mirko, dann könnte ich dir theoretisch die Frage noch geben, dann hättest du noch eine Chance gegen Dave zu gewinnen. Das fände ich dann spannender. Für Mitleidspunkte. Ich finde es dann spannend, dann noch einen dritten zu ermitteln. Dann sag ich, ja, dir gebe ich das nicht, Dave, weil dann kannst du mich ja noch überholen. Das sehe ich ja nicht an. Nee, kann er nicht. Ich komme genau auf 2000. Ah, nee, Dave kriegt keine Frage. Nein, du bist safe zweiter, Paul. Du bist safe zweiter. Der erste und zweite stehen fest. Never mind. Dann sag ich Wagner. Nee, Hesse, nee. Das war der Deutschlandlied, ne? Wagner Hesse, sagst du, okay. Nee, ich sag Wagner. Also Hesse-Wagner oder Wagner-Hesse? Nein, Janik, darf ich trotzdem noch die Antwort kurz geben? Wenn er gar noch gedings hat. Wäre cool. Mhm. Josef von Haydn, beziehungsweise Josef Haydn. Josef Haydn, ja. Okay. Der wäre es gewesen. Der hat nämlich auch Freude schöner Götter von ihm gemacht. Okay, ja. Kann sein. Also, ja, Haydn mag ich nicht. Haydn mag ich nicht wie strenggläubige Christen. No. Mirko. Wie? Die letzte Frage des Tages darfst du beantworten. Weil die letzte Runde. Ach so, lol. Ich hab schon abgeschaltet. Du bist noch dran, ja. Ja, deswegen meine ich das letzte noch. 400. Basiswissen 400? Dann machen wir das. Absolutes Basiswissen 400. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, die Frage, weil du hast theoretisch bei dir eine Hilfe. Aber gut. Es geht nämlich um eine Tastenkombination. So. Ja. Ich versuche nicht drauf zu kommen. Ob sie das helfen würde, wer weiß. Welche Tastenkombination steckt hinter dem berühmten Affengriff? Was ist denn das? Oh, ich weiß es. Der berühmte Affengriff, Sven. Oh, ich weiß es. Das Basiswissen, weiß man noch. Habe ich noch nie gehört, den Affengriff. Der berühmte Affengriff. Ich weiß es. Ist doch ein Unterschied.
Als ob Pilti der berühmte Affengriff heißt. Der wird so genannt. Die Tastenkombination. Das ist also mehr als eine Taste. Oh, das könnte sein. Ja. Zwei oder drei Tasten. Nennt man den Affengriff. Oder drei Tasten? Okay, dann kann es nicht sein. Zwei oder drei. Zwei oder drei heißt, es gibt's. Also es gibt so oder so. Also nee, also das sind die Tasten, das ist die Option, die ich dir sage. Nicht, dass du denkst, das sind vier Tastenkombinationen oder so. Zwei oder drei sind's. Ich kann dir auch gerne den Tipp geben, wie viel genau. Das, wenn das geht, das wird halt. Gut, sind drei Tasten. Die der berühmte Affengriff. Eine Hand, ja. Sonst ist ja kein Affengriff. Eine Hand. Eine Hand? Mit einer Hand machst du diese drei Tasten, genau. Ey, wie willst du das mit einer Hand machen? Okay. Deswegen ist es ja der Affengriff sein. Also ich hatte wirklich, also ich kenne eine Kombination mit drei Tasten, die mir so einfallen würden, ne? Aber dafür brauche ich zwei. Also so mache ich das. Dann hast du auf jeden Fall keinen Affengriff gemacht. Weil zwei Hände sind kein Affengriff. Drei, hast du gesagt, ne? Drei Tasten, eine Hand. Du machst mit einer Hand diese drei Tasten als Tastenkombination und das, diese Art und Weise nennt man den Affengriff. What? Jungs, ich glaube, wir denken schon richtig, aber ich würde das niemals mit einer Hand machen. Ich wüsste nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Musst du dann irgendwie abreißen? Nö, also mit einer. Also wenn man cool ist, macht man es mit einer Hand. Und sonst macht man es mit zwei. Ach, du hast mit einer Hand, Janik? Beantworte ich nicht. Der macht das eben nicht mit einer Hand. Jeden Morgen. Ich steh auf und mach erstmal den Affengriff zu Hause. Nee, never Störung, Alter. Das kann ich mir niemals vorstellen. Das geht gar nicht. Oder? Doch, das geht, aber. Was ist Störung, Alter 4? Das sind die. Alter 4 kenne ich auch nicht. Was ist denn Störung, Alter 4? Also zwei davon gefühlt kenne ich, aber so. Sven kennt alle Erfinder, die am Flugzeug dabei waren, aber was die Tastenkombination, die hat er noch nie gehört. Also ich kenne nur Alt F4, aber nicht Steuerung Alt F4. Das will ich jetzt nicht ausprobieren. Also paar Sven, ich schick euch da mal was. Nee. Ja, nee. Also nicht. Mirko. Man muss sich auch bei Steuerung Alt irgendwie aufmessen. Da kriegst du das Mühezeichen, bei mir zumindest. Alter, ist das deine Antwort? Müh? Ich weiß nicht, wie man das mit einer Hand machen soll. Ich check's nicht. Pass auf. Ich weiß nicht, achso. Schon alt, fern geht auf jeden Fall nicht mit einer Hand. Das funktioniert nicht. Ich kann mir das einer erklären? How? Mit einer Hand? Nein. Mit einer Hand habe ich auch keine Ahnung wie. Ich habe keinen Plan. Du musst wirklich tun. Hä? Ich gucke jetzt auf YouTube, Alter. Ich auch nicht. Na, aber könnten unsere Kandidaten bitte, ne? Wir kommen. Ein bisschen machen lassen, ne? Ja, natürlich. Ne. Ich sag jetzt eigentlich Steuerung Alt M. Ist deine Antwort? Steuerung Alt entfernen. Wie soll das mit einer Hand? Der Affengriff fragt mich nicht. Hä? Also, das Alt GR kann doch nicht stimmen, oder? Stimmt, du hast ja auch nochmal Steuerung, aber Alt GR ist doch was anderes, ne? Aber... Nein, einfach nur Steuerung Alt entfernen. Ja. Keine Ahnung. Das ist der berühmte Affengriff.
Also ich verstehe halt, wenn man dann die linke Hand sich anguckt, weil wenn du dann Steuerung und Alt drückst, hast du halt wie so ein Affe die Finger im Prinzip gehalten. Ja, aber du brauchst ja dann... Entfernen dabei geht ja nicht. Ja, die rechte Hand brauchst du halt auch für entfernen. Ja, also ganz ehrlich, ich habe gerade ein YouTube-Video offen, hier Alex und der Affengriff, der erklärt auch, dass man das nur so nennt, weil man eben die zwei Hände benutzt hat. Und scheinbar aus irgendwelchen Gründen die linke Hand für Alt-Steuerung genommen hat. Und die linke Hand für entfernen. Why? Weil das so affig aussah. Ja. Der berühmte Affengriff. Wer kennt ihn nicht? Jetzt könnt ihr morgen aufstehen und denkt euch, erstmal den Affengriff machen. Warum sollte man mit der rechten Hand Alt-Steuerung drücken? Das kann ich dir nicht sagen, warum man das macht. Ich kann dir auch. Doch, klar! Doch, du kannst ja nur Steuerung Alt. Also, wenn du das rechte Steuerung. Das rechte Alt drückst, dann Steuerung und dann kannst du entfernen drücken mit einer Hand. Klar, das geht. Nein, er drückt ja auch in dem Video genau so die Tasten, das linke Alt und Steuerung zusammen. Mit und links. Dann, ja, gut, aber. Rechts. Nee, Hauden hat schon recht mit Alt. Rechts. Wie soll das gehen? Also die Hände über Kreuz. Oder ja, wie? Die Hände ist ganz dumm über Kreuz. Warte mal, ich schicke euch mal das Video mit Times. Richtige Frage am Ende. Ja, dann schick euch mal das Video mit Timestamp. Also das ist richtig dumm. Er macht das genau. Aber hey, Sven, stark. Ja, Sven. Sven heute gewonnen. Danke. Das Kategorienquiz. Erste Show. Erste Variante. Gäste. Das war ja nur das erste Board 2 kommt jetzt. Ah ja. Und wieder getrollt. Geht doch 4 Stunden Quiz. Ja. Ja. Ah ja, nur so. Nein. So muss das. Aber nice, Sven. Not bad. Ja. Vielen Dank. Strunk. Ja. Sehr strunk. Besser was? Als wer weiß mehr oder wer bietet mehr. Können wir das mal gerne machen. Was wären eigentlich die letzten 2 Fragen gewesen? Kannst du das bitte noch auflösen? Bin ich so nett. Was war denn noch offen? Mythologie 200. Was haben? Habt ihr schon mal Zeus gehört? Ja. Okay. Wie heißt das römische Äquivalent dazu? Jupiter. Ja. Ich war erster, meine Punkte. Und dann haben wir noch Serienfilme 200. Wie heißt das Sequel der HBO-Serie House of the Dragon? Game of Thrones. Ja. Game of Thrones. Ja, nochmal meine Punkte. Ich war wieder Erster. Danke. Könnte ich sogar geben, wird keinen Unterschied machen. Abgewonnen, die waren nicht 1000 Punkte wert jeweils. Ja, da ging es nämlich darum, wer es am schnellsten ist. Ich hab gewonnen, danke. Ja. Also, hey, Paul, ja! Paul! Ja! Kuss! Ja! Not bad. Krass, die Menge auch heute am Start. Das fühlt sich einfach gut an, dann zu gewinnen vor so einem Publikum. muss ich sagen, Freunde. Das, fühlt sich einfach stark an. Ganz klar dominiert heute. Ja. Not bad. Ja, klar. Nee. Waren wir uns ja auch einig. Ah. Nee, war ein schönes Quiz. Dankeschön, danke. War gut schwierig. Ja, ich ärgere mich, aber. Die erste und letzte Frage passt an sich perfekt. Die letzte Frage war so noch, alle waren verwirrt. Und die erste Frage war auch, ach du Scheiße, was kommt auf uns zu? Ja, also bei der ersten Frage, da dachte ich so, okay, das geht nice. Oh, dann nach einer halben Stunde hast du dann das Ergebnis gesagt. Oh, nice. Ja. Oh, easy. Ja, dann. Das auch nur gerade. Ja, reicht ja. Ja, easy, zweiter Platz für Sven. Stark, auf jeden Fall. Ja, genau. Deswegen an die Zuschauer und an euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und genau, ich versuche dann in 2 Wochen das nächste zu machen. Mal gucken, wer dann am Start ist. Deswegen wünsche ich euch, liebe Zuschauer, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und man hört sich. Tschüss. Ciao. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and